ich kann in der DTM verstehen, wenn man sich über die Spiegelform Gedanken macht im Wettbewerbsumfeld. Absolut finde ich das ein bisschen lächerlich, dass sich erwachsene Leute damit beschäftigen, ob eine Spiegelaufhängung, ob die so oder so gekrümmt wird, weil die Dauer faktisch eine Hundertstel oder zwei Hundertstel Sekunden finden. Das ist aber nicht mehr vermittelbar. Es kostet ein Heidengeld, es ist technische Aufreilerei, aber der Fan versteht das nicht mehr. Und dann ist immer wieder auch für den Fan dann ein bisschen schwierig, das hat es ja oft genug gegeben. Die fahren sich einen Spiegel oder eine halbe Stoßstange ab und fahren danach sogar noch schneller. Ja, ist ja wie oft passiert in der alten DTM, also zu meiner Zeit, auch später. Na, dann ist natürlich, sage ich mal, das Aerodynamikkonzept zumindest mal überdenkenswert. Ne? Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn. Schön, dass ihr mit dabei seid und ihr habt es eben schon gehört. Mein Gast heute ist nicht nur ein Kritiker des aktuellen Motorsports samt seiner gesamten Entwicklung dahin, wo er jetzt steht, sondern auch ein Insider, der den Sport nicht nur in allen Details kennengelernt hat. Er war bei dem Traditionsrennstall Zaxby zum Beispiel Teammanager, sondern weil er auch selbst gezeigt hat, dass man den Motorsport fannah denken kann, denn er hat die technische Grundlage und die Fahrzeuge der Kultserie V8 Star maßgeblich mitgestaltet. Warum er sich nach dem Aus dieser Serie gegen den Motorsport und für die Firma Kraftwalzen, wo er jetzt noch arbeitet, entschieden hat, wer ihn doch nochmal für den Motorsport begeistern könnte, welche Evolutionsstufe nach dem ITC Meister Calibra leider nicht mehr auf die Rennstrecke gelassen wurde und wie die Arbeit bei Zaxbeat und als junger Ingenieur unter dem ersten von ihm betreuten Fahrer Dieter Quester war, das alles hört ihr in dieser Folge. Jetzt möchte ich euch aber zunächst nochmal den Partner meiner heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma NordVPN. Das VPN steht für Virtual Private Network und damit sollte sich jeder einmal beschäftigen, der im Internet unterwegs ist. Wenn ihr euch nämlich im Café, im Hotel, Flughafen oder im Zug ins WLAN einloggt, dann kommt ja häufig eine Warnung, dass diese Verbindung ins Internet jetzt gerade nicht sicher ist. Mit einer VPN-Verbindung von NordVPN könnt ihr diese Warnung ignorieren, denn die graben eine Art Tunnel zwischen eurem Handy, Tablet oder Laptop und der Seite, die ihr aufruft, und dann kann man diese Verbindung von außen nicht mehr angreifen. Aber nicht nur die Sicherheit ist ein Top-Feature, ihr surft außerdem anonym und ohne, dass man sieht, in welchem Land ihr euch gerade befindet. Und wozu ist das jetzt wichtig, wenn man doch eigentlich gar nichts zu verbergen hat? Naja, stellt euch vor, ihr seid im Ausland und wollt die Formel 1 auf Sky Go sehen. Dann kommt gerne mal die Meldung, dass sie leider keine Übertragungsrechte außerhalb Deutschlands haben und ihr das jetzt da nicht sehen dürft. Und dann klickt ihr einfach in eurer NordVPN-App, dass ihr über einen deutschen Server oder von einem aus den 58 anderen Ländern, die zur Auswahl stehen, online gehen wollt und der Welt des Streamens steht nichts mehr im Wege. Und wenn ihr gar nichts umstellt, dann werdet ihr die App gar nicht bemerken, denn die läuft einfach immer im Hintergrund und ihr seid einfach nur sicher im Netz unterwegs. Und wenn ihr jetzt nicht den vollen Preis für das NordVPN-Abo zahlen wollt, dann geht auf www.nordvpn.com/autopodcast. Das ist wichtig, denn dort findet ihr nochmal alle Infos und mit dem Rabattcode AUTOPODCAST bekommt ihr den 2-Jahres-Plan momentan richtig günstig. Alle Infos auch nochmal in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Peter Kaiser. Es gibt in der Tat hier eine interessante Verbindung, auch eine interessante Rückkopplung zur Kraft. Ich habe Maschinenbau studiert, komme ursprünglich aus einer Papiermacherfamilie und habe dann aber auch hier ein Praktikum gemacht für mein Maschinenbaustudium und habe dadurch, dass unsere beiden Familien, also Familie Kaiser und die Familie Hess, seit 40, 50, 60 Jahren befreundet sind, also auch die Eltern schon, bin ich dann mit dem Michael Hess zusammen in den 80er Jahren zum Motorsport gefahren. Der fuhr damals Kart und Polo Cup und Langstreckenpokal und ich war dann der Betreuer. Und dann ist aus dem jemand, der aus der Papierindustrie kam oder Eltern mit Papierindustrie-Hintergrund, Maschinenbauer wurde, Fahrzeugtechniker, ist dann jemand geworden, der dann Motorsport erstens dann nebenberuflich oder betrieben hat und dann hauptberuflich ab Beginn der 90er Jahre, Anfang 90. Ja, und dann 23 Jahre später oder 24 Jahre später kommt man dann zum Rück in das Unternehmen rein, ist geschäftsführender Gesellschafter und kümmert sich dann wieder um Produkte, die mit Papier zu tun haben. Also insofern, und kommt dann auch wieder zurück nach Düren. Also insofern gibt es da mehrere Kreise, die sich da schließen über die Familie Hess
Kraftwalzen, mal rein in den Motorsport und dann raus aus dem Motorsport und zum Maschinenbau Walzen. Und über diese kurzen 23 Jahre müssen wir jetzt reden. Über die kurzen 23 Jahre, okay. Die kurze Episode. Ja, kein Problem, fangen wir an. Kurz zusammenfügen. Also wie war der Einstieg als Teambetreuer für den... Genau, das war so in den Mitte der 80er bis Ende der 80er. Und dann hat sich irgendwie so eine Leidenschaft für den Motorsport entwickelt. Und ich habe dann irgendwann mal als Zuschauer gesagt, als kleiner Junge, ich will auf die andere Seite vom Zaun. Das war bei irgendeinem Rennen, damals Deutsche Rennsportmeisterschaft am Nürburgring noch, wo Rolf Stommele und wie sie alle hießen, fuhren. Dann habe ich zu meinem Vater mal irgendwann gesagt, so, ich würde auf die andere Seite vom Zaun. Und das ist dann in der Tat daraus geworden, dass ich dann ab Anfang der 90er Jahre oder zu Beginn damals der Motorsportsaison 1990 mit Zaxbit BMW dann hauptberuflich angefangen habe, Motorsport zu machen. Ja, zuerst als Fahrzeug- oder Renningenieur, wie das damals genannt wurde. Und dann halt wechselnde Aufgaben innerhalb des Team Zaxbit bis zum Teammanager und Leiter Rennsport. Und dann irgendwann, das war dann so Ende der 90er, der Beginn der 2000er Jahre, dann ging es dann VR Star, wo ich dann technischer Leiter war, um halt diese Fahrzeuge dann zu entwickeln. Zwei Namen gefallen, V8 Star, wo es unheimlich viele Fans noch gibt. Also ich habe mit Thomas Hammerschläger gesprochen und da habe ich extrem viele Zuschriften bekommen darüber. Ja, also da müssen wir nochmal intensiver drüber reden. Und natürlich Zaxbit. Ja. Wie kamst du zu Zaxbit? Kannten Sie den Erich Zarkowski? Oder? Nee, ich hatte einfach mich schlicht und ergreifend blind beworben und war dann offensichtlich hartnäckig genug, dass man mich dann eingeladen hat zum Bewerbungsgespräch. Und aus dem Gespräch ist dann ein Vertrag geworden und ich war dann ein bisschen verunsichert, weil Ende Januar 1990 hat Zaxbit die Formel 1 eingestellt offiziell, am 31. Januar. Und ich habe am 1. Februar angefangen bei Zaxbit. Und Sie wollten eigentlich Formel 1 machen? Nee, ich wollte immer Touren sagen. Also ein Auto muss für mich ein Dach haben. Okay. Ja, ich war nie ein Touren-, ein Formelfreund. GT ist auch okay, aber offene Sportwagen war auch nicht so meine Liebe. Und ich hatte halt damals dann die Befürchtung, wenn jemand am 1., der Neueste, der dann gekommen ist, einen Tag später, der wird doch am 1. gehen. Aber da die Kollegen, oder die habe ich ja nie kennengelernt, die Leute aus der Formel 1 dann auch weiter irgendwas anderes Formel 1 oder machen wollten, gab es also keinen, der meinen Job haben wollte. Ja, dann bin ich halt da geblieben. Ja. Aber es war schon auch ein finanzielles Desaster, ne? Dieses Formel-1-Engagement, glaube ich, das war. Ja, vielleicht geht's mal. Bei jedem, der in die Formel 1 geht, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, man hätte einige Dinge sicherlich anders machen können und anders entscheiden können. Aber okay, ja, diese Lehre, das ist natürlich auch eine Lehre, wenn man vom Rathaus kommt, ne? Ja, klar. Dann ist es einfach, ja. Also ich glaube, der Erich würde nachgelagert gewisse Dinge auch anders machen, auch vielleicht in der Personalstruktur oder in der Teamstruktur. Aber wie gesagt, man muss auch sehen, dass sich da Dinge etabliert haben und Leute nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben. Problem war, vielleicht hat es andere gehabt, die nach bestem Wissen und Gewissen halt mehr Erfolg hatten. Ja? Mhm. Ist halt ein Teil des Spiels. Ne? So ist das. Und dann waren Sie für den BMW M3 zuständig. Dann war ich für den BMW M3 zuständig, genau. BMW M-Team Zaxbit. Hab das Schild übrigens noch vom Galgen. Steht bei mir noch in der Garage. Eines der wenigen Dinge, die ich noch vom Motorsport behalten habe in Hardware. Und das war das erste Jahr mit Dieter Quester, wo ich für Dieter Quester verantwortlich war. Ist ja auch eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit, um das mal so zu sagen. Da gibt es ja diesen legendären Unfall auf der Abus, wo wir auf dem Kopf rutschend übers Ziel gefahren sind und Zweiter oder Dritter wurden. Also das war dann in meiner Verantwortung. Ja? Das war in Ihrer Verantwortung, er hat es mir erzählt. Ich habe mit ihm auch schon ein Interview geführt. Ja, okay, ja, wunderbar. Er hat das also sehr genau ausgeführt, wie es war. Ja, ich glaube, da kann er auch besser wie ich. Aber da war ich damals der zuständige Fahrzeug- oder Renningenieur für dieses Auto. Und das Rad, was dann ja auch dann weggeflogen ist, das blieb dann nicht sehr weit von mir an der Boxenmauer liegen. Auch. Okay. Hätte auch für alle schlimmer enden können. Also war ja ein großer glücklicher Unfall. Ich darf jetzt darf ich auf Holz. Jetzt darf ich hier auf Holz klopfen. Genau. Ja, wie haben Sie den Unfall erlebt? Das muss ja ein irrer Anblick gewesen sein, oder? Ja, also man, Abus war ja schon höchst abenteuerlich zu den Zeiten. Mhm. Also wenn man sieht,
dass man ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, nur hinter einer dreistöckigen Leitplanke stand zur Rennstrecke. Und die Fahrzeuge, die fuhren ja da auch schon mit richtig Speed da vorbei. Also man konnte die ja, man hätte die ja fast berühren können, nicht wie heute mit hohen nochmal Fangzäunen und Drähten und so weiter. Und man hat nur irgendwas gesehen, was sich dann auf einmal anders bewegte als die anderen Autos. Und dann fehlte in der Reihenfolge halt einer und dann blieb nicht mehr viel übrig, als dass das unsere war. Ja? Und dann waren natürlich auch die Kameras waren auf dem Auto drauf und der damalige Teammanager Günther Warthofer stand neben mir, fragte nur, war das unserer? Und ich habe, glaube ich, sehr knapp mit Ja geantwortet. Und ja gut, dann haben wir die Brocken eingesammelt. Das Auto war ein Totalschaden. Und ja, Dieter Quester hat da seine Show draus gemacht und hat ja sicherlich prächtigst verkauft. Wie war der sonst so bei Neulingen? Hat er einen da so ein bisschen in die Karten gucken lassen oder war eher schwierig? Sagen wir mal so, er weiß, wie er Dinge für sich nutzt. Ja? Da ist er sicherlich bestens erfahren. Ich meine, er hat ja auch in einem Umfeld gearbeitet und mit Bell und Stuck und wie sie alle hießen. Ich glaube, da muss man schon chemisch gereinigt sein, um da zu bestehen. Und dann ist natürlich für so einen jungen Menschen oder jungen Ingenieur, wie ich damals war, ist es eine interessante Persönlichkeit, wo man Dinge halt auch natürlich auch massiv lernen kann, ja, wie Teams oder wie Teamstrukturen funktionieren, wie Motorsport funktioniert, wie Psychologien in so einem Team funktionieren, das ist natürlich schon ein spannendes Thema. Und da ist der Quester, jemand weiß, wie sowas funktioniert. Ne? Mein Lehrmeister. Ja, würde ich nicht so sehen. Als Lehrmeister wäre mir ein bisschen dick vom Begriff. Aber ist natürlich eine sehr gute Schule, ja. dass man halt mit so einem erfahrenen Mann, Hochgeräter, so einem erfolgreichen Menschen sowas machen kann. Das überfordert einen natürlich auch zum Teil. Ja, gerade wenn man da frisch einsteigt. Du hast da so jemand dabei, muss man schon sagen, da muss man sich schon vorsichtig und dezent positionieren, ja? damit man da nicht runtergeht. Ne? Darf man nicht oft nachfragen. Nee, man muss da seine Richtung schon aufbauen, ja. Was ist da genau der Job eigentlich? Also kommt da der Fahrer und gibt einem Hinweise, was am Auto nicht passt und dann muss man das umsetzen oder was genau ja, ihre Aufgabe? Ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, so wie die Strukturen sind, also Formel-1-Teams heute oder Tourenwagen-Teams damals. Also ein Tourenwagen-Team war ja vielleicht besetzt an einem Auto, ein Ingenieur, 2, 3, 4, 5 Mechaniker. Und der Fahrzeugingenieur macht im Prinzip aus den ganzen Informationen, die zusammenkommen, vielleicht über die Telemetrie, über den Motoringenieur, vom Getriebemann, vom Fahrer natürlich, vom Reifenmann, der setzt dann daraus zusammen mit dem Teammanagement, je nachdem wie die Struktur ist, ein Fahrzeug zusammen, also macht ein Setup, wählt ein Setup, wählt auch dann, wie Abläufe im Training sind oder im Qualifying. Und daraus werden im Prinzip ja aus den ganzen Parametern, den man hat, das ist ja nicht unerheblich, selbst bei einem bestehenden Auto, macht man halt dann hoffentlich eine Konfiguration, ein Paket, was schnell im Training, schnell im Rennen ist. Also man ist das Bindeglied zwischen dem Output des Fahrers, was ja zum dem Zeitpunkt im Regelfall eine Aussage war. Die Telemetrie war damals sehr stark oder Daten war damals sehr stark auf Motor fokussiert. Fahrzeugdatenerfassung im Sinne von, also Fahrwerksdaten gab es zu dem Zeitpunkt bei uns nicht, also nicht in der DTM. Also muss man aus den Aussagen und der Rundenzeit, also ist die Stoppuhr eigentlich das entscheidende Medium. Ja? Mhm. Die Zeit, die da draufsteht, ist die gut, kann das Auto nicht so schlecht sein. Mhm. Ja? Also das ist natürlich heute alles ein bisschen anders. Da wird natürlich sehr viel mehr berechnet, simuliert, durch Daten unterstützt, dass auch das, was der Fahrer sagt, irgendwie das muss plausibel sein. Und diese Entwicklung gab es natürlich in der DTM oder damals DTM, ITC so Mitte der 90er natürlich auch schon. Also da war Fahrwerksdatenerfassung, war Stand der Technik. Umso mehr war also dann der Fahrer, man wird heutzutage transparent sagen, aber ich finde das Wort so ein bisschen gräuselig, aber es war natürlich umso mehr, wurden die Aussagen vom Fahrer verifizierbar. Mhm. Dass das, wenn er sagt, also ich habe da hinten irgendwie ein Übersteuern oder ein Untersteuern oder
keine Ahnung, ich habe keinen Anschluss im Gang oder wie auch immer, diese Sachen, die können sie halt eins zu eins überprüfen. Mhm. Was natürlich massiv hilft, bedingt natürlich aber auch, dass der Fahrzeugverantwortliche natürlich auch einen Kollegenstamm hat, die auch die Informationen, sag ich mal, so zuliefern, so aufbereiten, dass man auch zu einer Meinung, zum Entschluss kommen kann. Ne? Mhm. Das ist ja auch nicht immer... Die Interpretation ist nicht immer einfach. Also Datenerfassung ist immer ein Thema, ist aber ein grundsätzliches Thema. Datenerfassung ist ja relativ einfach. Daten auswerten, Datenanalyse, Datenverständnis und daraus die Schlüsse ziehen, ist ein anderes Thema. Das ist ja die Masse an Daten auch das Problem. Genau. Also genau. Drücke, Temperaturen in jedem Bereich, Reifen, Flüssigkeiten, alles. Ne? Und jetzt, man hört, dass jetzt die Rennen parallel im Simulator mitgefahren werden, nochmal im Werk. Das ist natürlich irre. Ne? Ja, also mal das gibt es ja eigentlich schon länger. Also da ist ja so eine Tendenz, so Ende der 90er Formel 1, wo man das gemacht hat, wo im Prinzip diese Rennen komplett simuliert wurden und auch nachgefahren wurden auf dem Hydropulser. Und gut. Ich glaube, heute fahren sie es in Echtzeit mit. Ist schon krass heutzutage, ja. Wie viele Leute waren damals für ein Auto zuständig? Ich würde mal sagen, muss ich ein bisschen auf Mitte der, ja, auf Anfang der 90er bei BMW, da hat man vielleicht für ein Auto an der Rennstrecke 4-5 Leute. Mhm. Ende der oder Mitte der 90er, Ende der ITC waren wir, glaube ich, für 2 Autos mit 30, 35 Mann an der Rennstrecke. Ich wollte gerade sagen, Sie haben eine Wahnsinnszeit miterlebt, ne? Ja. Mit der ITC auch diese extreme Hochrüstung eigentlich. Ne? Ja, also das muss man natürlich sagen, das war natürlich schon super sexy. Ja? Also die technologische Entwicklung damals bei den Autos vom einfachen Vierzylinder, sehr stark straßenwagenbasierten Auto, wo ja irgendwann sogar die Rohkarosse über das gleiche Band gelaufen ist, irgendwann mal, wo der normale M3 oder damals dann der 190er dann lief, bis hin natürlich nachher Prototypen mit vielfältigsten aktiven Funktionen. Man kann schon aktiven Funktionen sein. Das waren nie aktive Fahrwerke in einem Tourenwagen. Aber er gab natürlich schon zumindest gesteuerte oder geregelte, sagen wir mal eher gesteuerte Komponenten im Fahrwerksbereich. Das war natürlich immer spannender, ja. Und dadurch hat sich natürlich auch der Bedarf an Manpower natürlich auch jedes Jahr eigentlich verdoppelt. Also die Reserve, die sie vom Jahr 1 auf Jahr 2 aufgebaut haben, war halt über die neuen Technologie war sofort aufgefressen. Ja. Sie hätten eigentlich personell 2 Schritte gehen müssen, damit sie im Prinzip vernünftig auf den Stand kommen, den die neue Technik dann bedarf. Also das war schon eine spannende Zeit. Ja. Also ich muss sagen, also zu dem Zeitpunkt war Tourenwagen oder DTM, ITC waren massiv hochgerüstete Autos. Die waren auch massiv teuer und auch sehr komplex zu betreiben. Das hatte schon Formel 1-Niveau zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen, auch von den Budgets her eigentlich. Ne? Die da, ja. Das ging schon in die Richtung. Ja, also Budget würde ich da nicht so ganz sagen, dass man aber ich glaube, also 96 oder so war man so im Bereich, dass so ein großer Hersteller so ein 100 Millionen Mark Budget brauchte, um 8 Autos übers Jahr zu bringen. Ja? Und das ist natürlich schon... 100 Millionen Mark. Ja, ist heute auch schon, nicht mehr so viel, aber das ist halt ja, auch ein paar Jahre her. Ja, ist ja 25 Jahre her. Also ist das schon eine Nummer. Ne? Das ist unfassbar. Für einen Tourenwagen, der ja doch eigentlich immer noch so aussah wie das Original, was man kaufen konnte. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Ja, aber die Anzahl der serienmäßigen Teile, das war ja nochmal stark reduziert. Ja? Mhm. Da war ein Dach vielleicht hinten. Der Opel-Blitz vorne. Der Opel-Blitz, ja, genau. ein bisschen A- und B- und C-Säule. Und dann war natürlich mit den serienmäßigen Teilen schon wieder vorbei. Ne? Ja, der Rest war dann irgendwie irgendwelche Kunststoffkohlefaserteile, wo dann das serienmäßige Blech eingearbeitet wurde, einlaminiert wurde, weil der Kotflügel musste ja aus Stahl bestehen. Und dann hat man halt einen Kohlefaser- oder ja, Kohlefaser-Kotflügel gebaut und dann ein Stück vom alten Kotflügel da reinlaminiert und dann waren wir wieder reglementkonform. Ja, also. Was, wie man es so macht, ne? Ja, aber das dann ist natürlich dieses perfide, dieses mutmaßlich, der muss aus Stahl sein, wo man jetzt irgendwie impliziert, das soll dann günstig sein, billig sein, verteuert man dadurch, ja, indem man halt im Prinzip sagt, naja, hättest du den ganzen Kohlefaser gebaut, wäre das einfacher gewesen. Mhm. Ja?
Also sind dann immer diese Dinge, aber das ist halt auch ja auch natürlich die Challenge, dass sich Leute darüber Gedanken machen, wie sie halt dieses Reglement natürlich auch so nutzen können, das halt ihrem Vorteil dann entspricht. Ja? Das war nachher auch ihre Aufgabe, oder? Also im Endeffekt beim Bau der nächsten Autogeneration? Ja, sag mal, nicht so, nee, eigentlich nicht im Bereich der DTM oder ITC, weil natürlich da diese Leute über das Werk kamen und natürlich auch in entsprechenden Kommissionen saßen, wo die Reglements verabschiedet wurden. Nachher bei FIA GT war eigentlich genau das Gleiche, dann waren die Herren halt bei Porsche. Das war natürlich innerhalb der VARZ da, wo wir ja unser eigenes technisches Reglement geschrieben haben. Da ging es ja mehr oder weniger darum, ein Auto zu bauen, was, sag ich mal, robust, solide, einfach einzusetzen ist und ja, ein bisschen Spaß macht, ja, ein bisschen was hermacht. Da haben sie natürlich einen anderen Freiheitsgrad einerseits, weil sie andererseits müssen sie natürlich auch diese ganzen Dinge berücksichtigen. Also wie kriegen sie diese unterschiedlichen Karosserien gebalanced? Wie kriegen sie stark unterschiedliche Teams irgendwie da mitgenommen? Weil die Teamstrukturen innerhalb der VARZ da, die waren ja, sag ich mal, zum Teil schon sehr rustikal und einfach. Und da muss man natürlich auch Dinge machen, handhaben, dass die Leute auch, sag mal, so ein Auto einfach einsetzen konnten. Mhm. Und das hat man vielleicht zum Teil auch bei der VARZ ein bisschen unterschätzt, dass also die dass es wirklich die sehr, sehr professionellen Teams, die waren in der DTM. Mhm. Und dann gab es vielleicht innerhalb der VARZ da 2, 3, 4 sehr gute Teams. Und der Abfall von den sehr guten zu den dann anderen Teams, das war schon zum Teil schon bemerkenswert groß. Ja? Das ist das, was man heute in der GT-Klasse so ein bisschen, sagen wir mal, ADAC GT Masters versucht aufzuweichen oder was vielleicht automatisch gekommen ist. Man sagt ja immer, die Autos sind einfacher zu fahren. Und zwischen Profis und Amateuren liegen keine 20 Sekunden pro Runde, sondern eben eine kürzere Zeit. Ich glaube, das ist bei der VARZ Starserie eben noch nicht so gewesen. Und dass das weiter sind die Profis halt mehr rauskristallisiert worden. Ja, das war ja auch ein sehr gemischtes Fahrerfeld. Ja. Da waren ja auch sehr viele Leute drin, die vielleicht mal damit geliebäugelt haben, in andere Klassen reinzukommen. Johnny Cecotto ist wieder schon Wunder gefahren. Gut, dessen Zukunftsambitionen waren jetzt nicht mehr so groß, aber dass man überhaupt einen Cecotto da hingekriegt hat und dann Pedro Lamy, Marcel Thiemann, das waren natürlich alles Hochkaräter, ja, die in so einer Serie gefahren sind. Umso mehr wurde dann dieser Abstand sichtbar zwischen guten professionellen Teams und dann Teams, die dann vielleicht ja das ein bisschen mehr auf einem privaten oder Nebenjob betrieben haben. Das muss man aber auch sagen, das war damals in der DTM auch nicht anders. Also ein Team von AMG oder Schnitzer oder wie auch immer, die waren meilenweit von Teams entfernt, die es da gab. Ja, wo der Teamchef mit seiner Frau am Wochenende Teammanagement gemacht haben und man genau wusste, das Auto ist, ja, mal eben von ein paar Tagen ist halt vorbereitet worden. Ja, hoffentlich kein Kratzer dran. Ja. Aber das vergisst man immer, dass die DTM auch eigentlich daher kommt. Denken Sie mal an Roland Asch, der mit seinem Zimmermann-Kollegen da irgendwie am Auto geschraubt hat, was ja auch in Anführungszeichen zu betrachten ist, weil natürlich auch von AMG ein bisschen unterstützt wurde. Aber das hat ja eigentlich den Charme der Serie am Anfang ausgemacht. Das war, ja, das war natürlich in der Tat sehr, sehr spannend. War ein Teil auch des gesamten Konzeptes. Es gab die Profis, die werksunterstützten Profis, es gab die Privaten. Mhm. Auf der anderen Seite war natürlich auch damals schon die Diskrepanz klar, dass in diesem Umfeld ein Privater gar keinen Stich mehr holen kann. Ja, ich weiß nicht, wie das in den 80er Jahren war, wo jemand mit einem Rover deutscher Tourenwagenmeister werden konnte. Ich habe das nie verfolgt. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ging. Aber da muss man natürlich sagen, dass wo dann BMW und Mercedes ernsthaft einstiegen, über die Werksteams oder auch dann damals über Bayer Mercedes mit AMG und Mercedes Sporttechnik, war ja ein bisschen ein gewisses Spannungsfeld vorhanden. Ab da war natürlich im Prinzip das Ende der Privatteams ohne Werksunterstützung, dass die vorne mitfahren können, das war ja vorbei. Ja. Ja? Also da,
Und das wiederholt sich halt, ich würde jetzt sagen, erstaunlicherweise. Der Motorsport ist ein bisschen, ein bisschen unbelehrbar. Der lernt nichts aus der Historie. Weil diese ganzen Dinger wiederholen sich jetzt gerade in der Formel E, in der GT, in der 4 GT, in der letzten DTM, hat sich alles so wiederholt. Also am Anfang freuen sich alle über die Privatteams und wunderbar, wir unterstützen die. Da dauert 2-3 Jahre, sind die Hersteller drin, die machen die Privaten kaputt. Mhm. Dann reden die alle dann davon, wie schön es ist, unterm Hersteller zu fahren, von dem sie dann von morgens bis abends bevormundet werden. Und dann geht das irgendwie einen gewissen Zeitraum gut und dann zieht irgendein Hersteller den Stecker und dann sagen sie alle wieder danach, wie toll doch der private und der teamgetriebene Motorsport ist. Mhm. In meiner Zeit ist das zweimal passiert, wo ich das aktiv miterlebt habe und es passiert immer weiter. Und wie gesagt, der Motorsport ist da für mich nicht gerade so, dass die da sehr... sehr viel aus der Historie lernen. Die werden ihr Fehler noch 5-mal machen. Das ist immer das Geld, glaube ich. Die Hersteller liegen natürlich mit viel Geld, ja. Wollen dann aber weltweite Aufmerksamkeit am liebsten. Ja. So, und dann muss die DTM wachsen, im Ausland fahren. Die Privatteams haben kein Geld, eigentlich fast kein Geld, um da mitzuhalten. Ja. Und dann geht es immer nach hinten los. Ne? Ja gut, man sieht es ja auch zum Teil an der Sponsorstruktur. Ist vielleicht die letzte DTM kein schlechtes Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Sponsor finden auf diesen Autos, die irgendwie auch zum Lieferantenkreis des Herstellers gehören, die ist relativ hoch. Ja. Ein Mobil würden wir nie kriegen, hätten wir nie bekommen. Ja, aber sie kriegen auf einmal, es gab mal Eschmann Stahl, es gab mal, ich glaube, Salzgitter Stahl. Es gibt Wintershall, können sie nirgendwo kaufen, war auf BMW drauf. Diese ganzen Sachen, letztendlich sind das interne Marketingbudgets, was es schwer macht, dann auch für Dritte, für Consumables, ja. Also letztendlich würden sie ja klassisch heutzutage, würde man über B2B sprechen, ja. Also ein B2B-Business, dass irgendein Mercedes-Werk hat ein Interesse dran oder wie auch immer man das macht, dass einer der Lieferanten sich da engagiert. Gibt ja da gewisse Argumente, die man austauschen kann. Das sind klassische, würde man jetzt als B2B bezeichnen. Und dass die wirklich Sponsoren haben, was Consumables sind, also wo wir dann, sie, ich, irgendwo in den Laden reinkaufen. Und Cliff draufkleben. Ein Cliff gab es damals mal, genau. Ja, ist relativ selten geworden. Ja. Zeigt aber auch eigentlich schon mittlerweile eins der vielleicht der Probleme für die dann privaten Teams. Wie kannst du Sponsoren akquirieren? Mhm. Ja, weil an die Großen, an diese B2Bs kommst du gar nicht ran. Sobald der Hersteller weg ist, hat der Lieferant auch kein Interesse mehr dran. Also musst du an die gehen, die ein Markenprodukt haben, also im Consumer-Bereich. Und dann wird die Nummer gerade mal relativ zäh. Ja? Und natürlich die Spaßbranchen, sage ich jetzt mal, die dürfen gar nicht mehr werben. Zigaretten, denen das Geld zu den Ohren rausgeflossen ist, Alkohol, Jägermeister, was weiß richtig, ich, die sind alles weg. Vorbei. Ne? Ja, die sind weg. Also hast du da im Prinzip, ist die Sponsorstruktur, hat sich dramatisch gewechselt und die muss man erstmal begeistern dafür. Die Firmen, die heute Geld wie Heu verdienen, Google, Facebook, die interessieren sich nicht für Motorsport. Die haben da keinen, die haben anderes vor. Ja, die haben anderes vor. Die wollen die Weltherrschaft auf andere Art und Weise. Ja, machen sie auch nicht schlecht. Man könnte sie fast, man kann denen sogar glauben, dass die da höhere Ziele haben, ja. 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 Sie fliegen lieber zum Mars. Also, mir hat mal jemand erzählt, aus dieser ganzen Szene, es lässt sich, also zu diesen aufgeblasenen Budgets, da hat keiner Interesse dran, das kleiner zu halten, weil sich natürlich 5 Millionen für eigene Zwecke viel leichter von einem 200 Millionen Budget abzwacken lassen, als von einem 10 Millionen Budget. Das fällt dann eher auf, ne? Gut, man redet über Prozentsätze und das Absolute ist natürlich von einem großen Budget natürlich dann mehr. Ja, klar, logisch. Das ist aber überall Industrie. Ja? Also wenn eine 100-Milliarden-Firma 3% Umsatz von Detail oder 5% ist, hat einfach mehr als ein Mittelständler mit 10 Millionen. Natürlich. Und es ist ja auch eigentlich eine charmante Art des Bestechungsgeldes, oder? Wenn man als Industrie sagt, ach, ich sponsere auch noch dein Rennteam, dann ist es vielleicht einfacher in den Büchern zu verstecken, als ein Umschlag, der über den Tisch gereicht wird. Sagen wir mal, man kann anders motivieren, ja. Man hat Möglichkeiten, gewisse Geschäftsprozesse zu motivieren. Ja, genau. Ja. So ist das. So, jetzt haben wir aber ein bisschen was übersprungen. Nach dem BMW kam noch der Mercedes.
Wir haben eine Mercedes gemacht von 92 bis 95. Ja. Erst die schönen, die grünen Diebels-Mercedes und danach die wunderschönen gelben, auffälligen Proma-Mercedes. Das war eigentlich für mich persönlich die spannendste Zeit, die technisch spannendste Zeit, auch für mich persönlich die erfolgreichste Zeit. 94 dann mit Jörg van Ommen war ich dann als verantwortlicher Ingenieur deutscher Vizemeister in der DTM. Und dann gab es ja diesen berühmten Gold Cup, den hat der Jörg dann gewonnen. Also über alle Rennen, es gab ja damals 2 oder 3 Auslandsrennen, und durfte ja nur 1 gezählt werden für die Meisterschaft. Das war glaube ich Zolder. Und dann gab es noch ein Rennen in Mugello und ein Rennen in Donington. Und über die dann 12 Veranstaltungen des gesamten Jahres war dann der Jörg van Ommen der Gewinner dieses sogenannten Gold Cups. Und wenn ich den Klaus Ludwig ärgern will, dann sage ich immer, Meister, du warst deutscher Meister. Und der Jörg van Ommen war internationaler deutscher Meister. kann ich mir nichts verkaufen, aber ist halt so, dass ja, ich schon mit einer gewissen Zufriedenheit sagen, also wenn du über so eine Saison mit einem Fahrer in so einem hochperformanten Feld die meisten Punkte sammelst, da hast du irgendwas richtig gemacht. Ja. Ja? Also insofern bin ich auch nicht, habe ich wenig Chinanz, das hin und wieder mal zu erwähnen. Ja, ja, und wo, wenn ich hier? Ne? Wo, wenn jetzt, ja, wenn ich jetzt wandern? Genau so. Ja. Ja. Wie war denn eigentlich der Umstieg zwischen BMW zu Mercedes? Ich habe übrigens schon den Bernd Rammler im Interview gehabt. Sehr gut. Und ja. Der hat auch nochmal so viele Sachen erzählt, wie hemdsärmelig das damals zuging in der DTM, und auch wenn es vielleicht aus Herstellersicht hemdsärmelig war, und für sie war es wahrscheinlich doch schon sehr perfekt vom Amt und sehr professionell. Aber wie war es, von BMW zu Mercedes zu wechseln irgendwie? Was war da so der Unterschied der Kultur der Hersteller? Konnte man da irgendwas feststellen? Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich eigentlich nur ein Jahr BMW gemacht habe. Und dann war ich natürlich in diesen politischen Themen nicht so sehr involviert. Der Hauptgrund damals von BMW zu Mercedes zu wechseln, war, dass man mit der Historie von Zugspeed und auch mit den Möglichkeiten von Zugspeed wieder Autos entwickeln wollte. Und das war offensichtlich der Grund und auch die Absprache mit Mercedes, das so zu machen. Dann hat aber Mercedes in dieser Zeit, Ende 1990, Beginn 1991, die Struktur gewechselt, dass man halt gesagt hat, man hat jetzt nur noch ein Entwicklungsteam, und von da aus werden die Autos an Teams gegeben und die setzen die Autos dann ein. Und das war ja im Prinzip die Geburtsstunde, wo AMG dann offiziell der Entwicklungspartner war. Es gab ja daneben damals noch Danny Snowbeck in Frankreich, die entwickelt haben. Es gab noch Mercedes Sporttechnik, die vom Berg aus entwickelt haben, wo übrigens der Bernd Rammler ja zu dem Zeitpunkt war. Und dann hätte es Zugspeed geben sollen als weiteres Entwicklungs- und Einsatzteam. Und da gibt es natürlich schon eine gewisse Logik, dass man sagt, also bevor wir jetzt da 3 zum Teil auch im Wettbewerb entwickeln lassen, mit den entsprechenden Ressourcen, ist es vielleicht sinnvoller, das auf einen zu fokussieren und von da aus dann die Autos zu Teams zu geben. Jetzt muss man ja Herrn Aufrecht mit seinem Konstrukt schon recht geben, dass er das nicht so ganz schlecht gemacht hat. Ja, ich meine, also die Strategie, ich glaube, die kann man nachvollziehen. Man hätte sie vielleicht selber auch so gemacht. Führte natürlich dazu, dass der Plan, der Businessplan, den man bei Zugspeed hatte, wie man DTM Mercedes bestreiten wollte, aufbauen wollte, natürlich so nicht mehr funktionierte. Auf der anderen Seite war man natürlich in einem sehr stabilen finanziellen Umfeld und organisatorischen Umfeld. Mercedes war mit Norbert Hau, ich glaube, bestens organisiert und auch mit einem klaren Approach und auch Vision ausgestattet, weil Hau musste ja auch viel in den Konzernen ja auch politisch für den Motorsport werben. Das war ja auch nicht so ganz einfach. Ja, es war nicht gut für Zugspeed. Auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, wie gut Zugspeed mit einer eigenen Entwicklung gewesen wäre. Eben, ob das erfolgreich gewesen wäre. Ist ja auch ein Thema. Auf der anderen Seite zeigt ja auch, wenn wir 94 diesen eben beschriebenen internationalen Meister gezogen haben, dass man sich also auch gegen das Einsatzteam auch behaupten konnte. Sie können keine zweite Geschichte darüber schreiben, so ist, so gelaufen, wie es ist.
Ich bin dann nicht traurig drüber, wie das gelaufen ist. Aus der Mercedes-Sicht ist das die einzig logische Entscheidung gewesen, ja, das so zu machen. Alles andere hätte, glaube ich, nicht zu dem Erfolg geführt, den ja dann Mercedes über die Jahre hatte. Und dann hat sich ja nachher nahtlos in der neuen DTM fortgesetzt. Also, die wussten schon, was zu tun, ne? Also ungefähr, ne? Na, also, dann 96 gab es dann Opel Calibra mit Klaus Ludwig und Uwe Alzen. Ja. Das war übrigens genau der gleiche Grund für den Wechsel. Auch da hatte der Opel eine, sagen wir mal, sehr eigenwillige Konstellation, auch wurde aus dem Werkhaus sehr eigenwillig geführt. Und einer der Beweggründe, von Mercedes zu Opel zu wechseln, war, dass man auch da in die Entwicklung gehen wollte, in die Entwicklung von neuen Autos gehen wollte. Und es gab halt als zweites das Backup, das Opel damals zu der man in Zeiten Gruppe 2 Auto und ein Klasse 2 Auto hatte, so dass man sagt, okay, man kann mit einem Konzern eventuell in mehrere Serien reingehen, beziehungsweise wenn die eine Serie mal wegbricht, kann man dann vielleicht eine andere Serie machen. Hm. Weil es ja auch letztendlich richtig war, weil ja ab 96 war dann die ITC dann tot. Mal wieder eine Serie kaputt und dann gab es halt damals die SDW. Klaus Ludwig und Uwe Alzen als Fahrerpaarung. Ja. Da war doch eigentlich Dieter Quest ein Klingelbruder dagegen, oder? Ja, ich finde den. Also ich habe jetzt über die Zeit gelernt, ich muss mal eins vorweg sagen: Man sollte einen Fahrer nie beurteilen, wenn man mit dem nicht zusammengearbeitet hat. Weil ein Fahrer in einer gewissen Teamkonstellation kann funktionieren und ein Fahrer in einer gewissen Konstellation kann auch eben nicht funktionieren. Bei Sebastian Vettel. Zum Beispiel. Red Bull und Ferrari, ja. Also und deswegen habe ich mir abgewöhnt, über Fahrer zu sprechen, wirklich oder die wirklich zu bewerten, wenn ich mit denen nicht zusammengearbeitet habe. Und Klaus Ludwig ist einer. Also ich nenne ihn immer noch Meister, wenn ich ihn sehe. Und das ist einfach ein gewisser Respekt vor ihm, weil das für mich einer der, mit dem ich, den ich kennengelernt habe im Arbeiten, einer der größten war. Mhm. Und ich den einfach klasse finde, auch die, ich darf hier die Geilheit, irgendwie erfolgreich zu sein. Also nicht, ja, ich will Erfolg haben, sondern der war wirklich geil auf Erfolg. In jeder Phase, wo der gearbeitet hat. Und das hat er auch gemacht und dafür hat er auch, sag ich mal, alles, was er hatte, eingesetzt. Ja, das meinte ich übrigens auch. Also dich nicht, ich meine es nicht negativ, dass Dieter Quest ein Klingelbruder war, sondern dass diese ganzen Tricks, die er schon drauf hatte, dass das Klaus Ludwig nochmal an die Spitze getrieben hat wahrscheinlich, oder? Ja, ist schon, war schon sehr klasse. Ich habe ja dann irgendwie in 2000, glaube ich, mit ihm 24-Stunden-Rennen gemacht am Nürburgring mit der Viper. Und das war halt dann auch so witzig. Ich hatte ihn angerufen, hör mal, willst du das machen, willst du das und so weiter. Und dann war im Prinzip mit dem Anruf, obwohl sie sich dreimal gesträubt hat, war klar, dass der das macht. Und dann war wieder das Faszinierende bei ihm, wie schnell der ins Thema reinkommt und dann sagt, hast du hier mal gesagt, hast du das, können wir nicht das so machen, können wir nicht so fahren, lass uns ins Thema so machen und ich mach das und so weiter und so fort. Also das ist einer, der hat halt im Blut, ja, und man weiß, warum der Erfolg hat, wenn man mit dem mal gearbeitet hat. Ja, ganz oft schon gehört. Ja? Ja. Also das sagt jeder. Jeder redet in den höchsten Tönen, sagt Klaus Ludwig war einfach Vollprofi. Ja, ja. Oder ist er? Das ja, ja, absolut. Nicht, ne? Also ja. Das ist wirklich klasse. Es hat mir immer wieder Spaß gemacht, weil auch dieses, das ist ja auch diese Challenge, bringt er ja auch ins Team rein. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt fand ich, hat er so einen Grad gefunden, wo das diese Challenge, das Team anzustacheln, hoch genug war, dass es ambitioniert war, aber nicht so hoch, dass es das Team überfordert. Ja? Okay, ja. Das ist ja auch so, ich kann häufig eine Forderung stellen und ich mache das heutzutage in vielen anderen Bereichen auch. Ich kann das Ziel sehr, sehr hoch legen, aber das Ziel darf nicht so hoch sein, dass es offensichtlich nicht erreichbar ist. Das nur für Frust sorgt. Ne? Genau, nur für Frust. Wenn ich aber sage, das ist ein realistisches Ziel, dann tue ich nochmal ein paar Prozent drauf, 15, wie viel auch immer Prozent drauf und dann ist dieses Ziel ambitioniert, sehr herausfordernd. Und das führt dann auch dazu, dass ein Team halt so eine Leistung bringen kann. Und das ist übrigens egal, ob das im Motorsport ist oder auch jetzt wie hier. Das sind grundsätzliche Dinge.
Und das ist wiederum das, was ich das heutzutage sexy finde, dass der Motorsport mir so gewisse Handlungsstrategien gegeben hat. Wie packe ich ein Team an? Wie binde ich mich damit ein? Wie mache ich Herausforderungen im Team? Was ist der Challenge, in einem Team zu arbeiten? Und jetzt letztendlich ist man ja hier bei Kraft, arbeitet man ja auch in der Teamstruktur. Mhm. Und unser Challenge ist halt ein anderes Produkt. Vorher haben wir das Produkt Rennen fahren und jetzt haben wir das Produkt Walzen herstellen. Aber dafür brauche ich ja auch eine Interaktion von verschiedenen Stellen. Ja? Mhm. Ich brauche, der früher der Reifenmann war, ist vielleicht hier der Transporteur, der innerbetriebliche Transport. Ja? Der Konstrukteur ist da auch ein Konstrukteur gewesen. Der Projektleiter bei uns ist vielleicht ist der Renningenieur gewesen. Also es gibt da so eine Analogie und das sind halt auch so Denkmuster, die man so hat, die ich heute immer noch anwende. Ja? Und ruhig mal eine Anforderung stellen, ne? Wird schon gehen irgendwie, ne? Wer ist hier der Klaus Ludwig? Ich hätte eine Idee, aber die sage ich nicht. Okay. Nee, aber mit Uwe Alsen in so einer Teamkonstellation ist es auch so, dass die Fahrer untereinander, da ist schon ordentlich Feuer, oder? Und dann der eigene Teamkamerad ist der mächtigste Gegner, ne? Mhm. Hat sich nie was dran geändert, wird sich auch nie was dran ändern. Ich meine, ich habe jetzt weder Nico Rosberg noch Lewis Hamilton kennengelernt, aber diese Debriefings, die hätte ich mal gerne gesehen, wenn die zusammen in einem Raum sitzen und der Toto oder wer auch immer sitzt dazwischen und versucht, da aus dem was rauszukriegen. Ja? Das ist natürlich, davon lebt natürlich auch so ein Team, davon lebt ja auch der Sport. Und dieses Emotionale ist natürlich auch ein Teil, dass sich solche Leute begeistern lassen oder auch aus dem Auto aussteigen und irgendwo dagegen treten. Ja, was soll's, ist doch geil. Wenn sie dann lass es doch tun. Ich habe da lieber einen, der sich mit Motivation für irgendwas in der Sache ist. Solange der sich ärgert, ist er auch mit einer Motivation dabei, mit emotional verbunden. Wenn er sich nicht mehr ärgert, ist das Problem größer. Und das sind natürlich dann so Dinge, die natürlich dann in so einem Team, letztendlich ist die Stoppuhr das Ergebnis oder das Rennergebnis. Das ist ja ein relativ krasses Ergebnis. Ja? Also du arbeitest für was und nach einer Dreiviertelstunde Zeittraining oder freies Training, was auch immer, oder entsprechend nachher Rennen, steht ein Sheet, ein Printout und da steht drauf, wie gut das war. Ja? Und dann der Erklärungsansatz, warum das dann nicht so gut war, wenn man weiter unten steht, der ist zwar vielschichtig, aber letztendlich ist es eine relativ triviale Darstellung, die natürlich im Bearbeiten komplex sein kann. Und das ist natürlich so eine Lehre, hat man auch in Gesprächen mit Norbert Haug relativ schnell gelernt. Was soll ich dem erklären, warum wir nicht so schnell waren? Verwende den Geist dafür, schneller zu werden und dann ist das Gespräch mit Norbert Haug auch angenehmer. Und das sind halt diese Dinge, die man natürlich dann auch lernt oder lernen muss, ja, weil man einfach nie in diesen ganzen Strukturen, egal wo, die sagen immer, es ist ein technischer Beruf, das kannst du machen. Nee, aber im technischen Beruf arbeiten Menschen. Und wenn irgendeiner von denen schlecht drauf ist, da kannst du vergessen, da kannst du dem Räder draufschrauben, wie du willst. Wenn der an dem Tag nicht gut drauf ist, dann lässt ihn einfach fahren und lässt ihn in Ruhe. Die müssen sich auch höchst konzentrieren und auch wirklich stabil sein, psychisch stabil, damit die diesen Job machen können. Und das ist natürlich in der Formel 1, so denke ich mir. Ich glaube, der Rosberg war nach dem einen Jahr, wo der den Hamilton geknackt hat, war der wirklich, der war K.O. Mhm. Ja? Aber auf der anderen Seite muss das erstmal bringen. Er ist der Einzige in der ganzen Kette von Hamilton-Teamkollegen, der den geschlagen hat. Auf dem gleichen Equipment hat er den geschlagen. Mhm. Und das musste jetzt nicht mehr diskutieren als Nico Rosberg. Da ist so ein Brandzeichen. Ich habe auf dem gleichen Auto habe ich den Hamilton besiegt. Hat kein anderer geschafft. Ja, das stimmt. Ist unique. Stimmt, ja. Ja? Ja, das wird auch... Wenn das jetzt wieder ein anderer schafft irgendwann mal, sieht ja gerade nicht aus, zumindest nicht Mercedes intern, dann kommt mal sicherlich das Thema, wo man sagt, ja, jetzt ist der Helmut auch älter geworden und ich weiß nicht was. Aber der Rosberg hat es wirklich geschafft, den Hamilton in der Blüte seiner Schaffenskraft
auf dem gleichen Equipment zu schlagen. Punkt. Ja, wenn man so sieht, genau. Ja. Das ist richtig. Es gibt nur einen einzigen, der das jemals geschafft hat. Also, ja. Wunderbar. Ja. Und die haben ja, glaube ich, auch extrem viel hinter den Kulissen diese Psychospielchen da gespielt. Ja, ne? Also, wie haben Sie das erlebt? Also, gab es das auch? Ja, natürlich gab es das bei Ihnen. Ja, man stellt ja dann komische Fragen. Der Unterton macht's. Man, es ist selten eine offen gestellte Frage, sondern da sind so Untertöne dran. Ja? Wenn ein Ludwig zu einem hingeht und sagt, hör mal, ich fahre hinten Vollgas, warum fährst du da eigentlich nicht Vollgas? Ja, kannst du da Vollgas fahren? Ist ja im ersten Moment, hört sich das so an, als würde er seinen Kollegen einen guten Tipp geben. Ja. Im zweiten Moment ist natürlich die Botschaft, ich fahre da Vollgas, da kannst du nicht. Der musste doch nicht mal Vollgas fahren. Aber durch diesen Implikationen da drin. Ja, dass das so ist, da fängt er an zu denken und wird verunsichert. Ja. Wir hatten mal ein ganz spannendes Beispiel. Wir waren auf einem Test in Hockenheim, ein kleiner Kurs. Und der Kurt-Team, das war jemand, der setzte sich ins Auto und der war sofort auf 100%. Ja, also der morgens um 8 Uhr Auto setzen, eine Runde warm fahren, danach war der voll auf Temperatur. Okay. Und das hat natürlich auch den anderen schwer gemacht, da mitzuhalten, weil viele Fahrer brauchen schon eine gewisse Anlaufstrecke. Ne? Jetzt natürlich auf der einen Seite bei 2-3 Stunden Testzeit, trocken ein kleiner Kurs, hast du 3 Stunden Testzeit gehabt. Wenn du dann eine halbe Stunde Anlaufzeit brauchst, ist die weg. Ja? Die kriegst du nicht mehr wieder. Und da haben wir mal dem Kurt eine Zeit gezeigt, der ist damals 1:03 tief gefahren. Und den Hammer, um den zu motivieren, wurde dem eine 1:29 angezeigt. Und da sind Fahrer, als sie das gesehen haben, wirklich dran kaputt gegangen, die zwar auch 1:03 tief fuhren, und denen musste man erklären, dass diese 1:29 eine Motivation war. Die ist ja nie gefahren. Aber dieses Anzeigen, ja, um den zu motivieren, hat andere Fahrer komplett aus dem Tritt gemacht. Die waren weg für den Rest des Tages. Das war interessant. Die hätte man ja mit ihm absprechen können, um die anderen Fahrer kaputt zu machen, bewusst. Ja, das kann man natürlich auch nachher einsetzen. Muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir waren natürlich nachher bei den Tests, war natürlich auch immer mehr eine offizielle Zeitmessung. Dann ging das natürlich nicht mehr. Aber zu den Zeiten, wenn da 3-4 Leute, 3-4 Teams standen, alle mit Stoppuhr gemessen, 6-8 Autos, dann funktionierte das System. Und das sind dann so Sachen, wo dann Fahrer im Prinzip drunter gelitten haben. Ja. Der Kurt hat dann auch Jahre später auch in Hockenheim eine ähnliche Aktion gebracht. Ein großer Kurs. Und der Kurt war von Anfang an wirklich der absolut schnellste im kompletten Mercedes-Umfeld. Und jeder hat gerätselt, wie das geht. Und das war dann das Witzige dann diesmal zum Leidwesen vom Kurt. Dann kam der Motoringenieur raus und sagte, hör mal, Kurt, der Rodan fährt da hinten, dritte Schikane im Wald, fährt der, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, im zweiten, dritten Gang, du fährst am vierten Gang. Wieso das denn? Wie machst du das denn? Und da ist der Kurt die Motorradschikane gefahren, als einziger von allen. Und danach, und das war dann natürlich sogar nahtenmäßig schnell. Und dann sind wir rausgefahren mit Kurt in den Wald und haben gesagt, na Kurt, du musst jetzt nicht Motorradschikane fahren, sondern ich glaube, du hast 3 Varianten. Dritte Schikane hatte 3 Varianten. Sondern du musst die dann dritte langsamste fahren. Und als der Kurt das begriffen hatte, war der dann auch genauso schnell wie die anderen. Aber da war eine komplette Verunsicherung im Mercedes-Fahrerfeld, warum er jetzt so schnell ist. Und es hat sich auch im ersten Moment keiner getraut zu fragen, warum ist der Kurt so schnell? Sehen Sie auch, da ist auch so ein, so wie so ein Mechanismus ist. Sich nicht zu trauen zu fragen, warum er so schnell ist. Ja. Und die Zeit war jetzt auch nicht so viel schneller, dass man es nicht als unmöglich betrachtet wurde. Das ist dieses Ambitionierte von ihm. Ja? Also man hätte diese, wenn alles passt, fährst du diese Zeit. Und deswegen hat sich keiner getraut zu fragen. Wäre der noch 2 Sekunden schneller gewesen, hätte jeder gesagt, das stimmt was nicht. Ja, sofort. Ja. Okay. Jetzt war der aber so, dass man sagt, okay, das geht gerade noch. Und dann hat sich keiner getraut zu fragen und dann ist das so eine halbe Stunde gegangen, bis der Motorenbauer sagte, also hör mal, da stimmt aber nicht. Und danach war die Welt wieder in Ordnung. Aber das war für eine halbe Stunde war dieses ganze Konstrukt Mercedes-Werksfahrer, die in Hockenheim sind, die waren vollkommen irritiert. War sehr witzig. Haben Sie technisch da noch so ein bisschen tricksen können eigentlich so, also dass man mit so kleinen Schummeleien da nochmal so ein paar Hundertstel rausgeholt hat?
Oder zehnte Schummelei natürlich nicht. Natürlich nicht, das natürlich kam jetzt aber sehr übertrieben. Unschuldig. Nee. Also, ich... Ist so alles verjährt. Nee, ich muss sagen, also wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir wissentlich außerhalb des Reglements gefahren sind. Okay. Und das wäre auch gar nicht so ein bisschen... bin auch nicht der Typ für. Dass man natürlich im Rahmen dessen das alles, das Reglement lesen muss und das im Rahmen der Möglichkeiten so weit wie möglich ausnutzt. Logisch, okay, macht man ja. Ja, wie kann man das machen und was kann man machen? Wie kann man Dinge zu seinen Vorteilen nutzen? Logisch, klar. Wäre auch doof, wenn man nicht der tun würde. Ja, also da. So, es ging aber alles mit rechten Dingen zu. Einigermaßen gut. Mensch, diese Opel-Zeit, das ist ja auch, also dieser Calibra hat eine Fankultur immer noch hinter sich. Ja. Das ist eigentlich unglaublich. War das bestfinanzierte Auto damals, ne? C2. Was haben die an Budgets verschlungen? War das gemeint? Also ich würde jetzt die Zahl rauskramen können. Nein, okay. Gedanklich, aber nur. Aber das waren mit Sicherheit die beiden bestfinanzierten Autos im kompletten Feld damals. Und Sie haben noch an einem Auto weiterentwickelt, das dann leider aufgrund der Einstellung der ITC nie an die Öffentlichkeit gekommen ist, eigentlich diesem kompletten Carbon-Kalibra. Ne? Ja, genau. Also dann müssen Sie aber Sie kleinschreiben, weil... Sie heißt dann damals die Firma Zagspeed. Ich weiß, Sie haben an den Dingen, also Sie haben das Auto erlebt, was die Öffentlichkeit leider nicht erlebt hat, das meinte ich. Ne? Ja, ich habe dann immer den Rollout von dem Auto erlebt, weil zum Zeitpunkt des Rollouts war für mich klar, dass das Auto nie fahren wird. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich nicht zum Rollout zu fahren. Okay. Das war sicherlich, das Auto wäre schon beeindruckend oder war beeindruckend. Und was daraus geworden wäre, kann man nur spekulieren und mutmaßen. Müssen wir mal drüber reden. Vielleicht viele Fans kennen den gar nicht, aber... Das Thema war eigentlich, dass man eigentlich einen Schritt weitergegangen ist, die dann viel später die letzte DTM gemacht hat. Also man hat eigentlich ein Kohlechassis genommen und hat auf dieses Kohlechassis einen Rahmen draufgeschraubt, geklebt, einen Gitterrohrrahmen. Das musste ja auch sein aus Reglementgründen. Also die Überrohrstruktur war immer als Stahlstruktur vorgeschrieben. Und dann hat man halt dieses Auto in allen Punkten, auch in Bezug auf Aerodynamik, immer mehr optimiert. Und das war natürlich ein Thema, sowas so vielleicht dann auch, das Thema Aerodynamik wurde natürlich immer mehr zum Thema. Und gerade auch sicherlich das ganze Thema, wie man die Unterböden konstruiert. Nur mal als Beispiel, die C-Klasse wurde homologiert als 200D. Weil der 200D hatte eine Motorabdeckung unter dem Motor, die ein Benziner nicht gehabt hätte. Ach so, okay. Das war aber eigentlich eine Motorabdeckung, wenn ich das richtig weiß, aufgrund von Schallemissionen. Okay. Und aus dieser Motorabdeckung ist dann der Unterboden geworden. Und diese Autos wurden natürlich immer mehr auch auf Unterströmung, auf Unterbodenströmung, auf Diffusor und Abtrieb, Heckabtrieb entwickelt, vorne auch die Motorraumentlüftung. Das werden wir letztlich relativ leicht erkennen. Sehr häufig waren zu der Zeit klassische Kühler verbaut oder die Motorabluft, die ging noch vor den Vorderrädern raus. Mhm. Und erst viel später, oder nicht viel später, dann hat man später die Abluft zwischen Vorderrad und Motor durchgeleitet und dann vor der Fahrertür rausgeleitet. Das Konzept ist nachher in den GTs war das drin. Wenn Sie gucken, die ersten Mercedes, die CRKs, sind genauso gebaut worden. Also Kühlluft wird vorne an den Rädern vorbei, hinten raus. Porsche hat das 2-3 Jahre später erst gemacht. Ist heute Stand der Technik. Und die ganze DTM, die dann DTM 2000, also ab der 2000er Jahre, ist das genauso gemacht worden. Und der V-Arzt da hat er im Rahmen seiner Möglichkeiten halt auch übernommen. Ja, weil das ist die gleiche Luft. Und warum soll die nicht mehr vorwärts da genauso strömen und fließen, wie das halt beim DTM-Auto ist? Mhm. Also haben wir das Gleiche gemacht. Ja. Und das war natürlich diese ganze Aerodynamikentwicklung. Thema war ja der Calibra. Man hat halt alles wirklich bis an die Ecke, wirklich im Maße des Wortes bis an die Ecke da ausgelotet. Die Frontstoßstange war volles, maximale Breite über die gesamte Länge, dass also alles, was man Abtrieb kriegt, in das Auto reinkommt. Der Tourenwagen hat ja ein grundsätzliches Problem, dass der ja
im Vergleich zur Fahrzeugmasse einen relativ geringen Abtrieb hat. Mhm. Alle anderen Formel-Autos oder die Prototypen, die fahren ja ab einer gewissen Geschwindigkeit ab der Decke. Mhm. Und das hat der Tourenwagen ja nie geschafft. Erstens, weil die Flügel grundsätzlich stark beschränkt waren. Auf der anderen Seite, weil da so viel Zeugs vorne im Motorraum ist, mit der Motoranordnung, dass natürlich die Aerodynamik da zwangsläufig eingeschränkt ist. Du hast einfach keinen Platz für die Aerodynamik. Ja? Du kannst das Chassis nicht beliebig schmal machen, weil das ja definiert ist, wo man sitzen muss und wie breit. Also hat der Tourenwagen grundsätzlich ein Problem, die Aerodynamik so hoch zu entwickeln. Absolut hoch zu entwickeln. Relativ ist sie natürlich, wurde das gemacht, was möglich ist. Mhm. Und das war sicherlich ein Thema, wo der Calibra, dieses schwarze Auto, das da gab, ab, der war dann, was war das, für 97 war der geplant, da wäre das schon ein sehr sichtbares Auto gewesen. Ja. Also das schwarze Auto, so wie gesagt, komplett außen mit aus Sichtcarbon, so sah auf jeden Fall beim Rollout aus. Ja. Und ich finde, wenn man den auf Fotos sieht, man kann das vielleicht googeln, dann hat er unheimlich viel vorweggenommen, was die finale DTM, die letztes oder vorletztes Jahr zu Ende gegangen ist. Habe ich nichts dagegen, wenn man dazu sieht. Ja? Das war unfassbar, was der vorweggenommen hat eigentlich. Ja. Ja. Ja, aber auch da muss man natürlich sagen, die Reglements sind natürlich im Grundsatz sehr ähnlich, weil die Autos sehr ähnlich sind. Mhm. Und ich habe eben so ein bisschen sarkastisch gesagt, es ist die gleiche Luft, aber im Prinzip ist es genau so. Der Calibra war vielleicht 10, 15, 20 Zentimeter kürzer, als nachher in der C-Klasse war. Die haben ähnlich die gleichen Radstände gehabt, in ähnlich die gleichen Breiten. Wenn du ein Motorkonzept vorgibst, weißt du ungefähr, wie breit der Motor ist, wie viel Warum der braucht. Das Getriebe war vorgegeben. Also da hast du natürlich so viel an Parametern, die da schon irgendwie, die es gibt, dass natürlich dann für gewisse Dinge im Rahmen des Reglements, die wachsen automatisch in die gleiche Richtung. Wir haben mal einen Test gemacht, das war auch mal ganz witzig. Zagsvit hatte ja mal diesen Volvo da gebaut, wo ich damals Projektleiter war. Das war so ein Team von drei Leuten. Wir haben eigentlich nur mit drei Ingenieuren haben wir das Auto gebaut. Und wir haben so gesagt, okay, dann bauen wir das erste Mal ein Auto. Aber wir nehmen jetzt alles, was wir gelernt haben, von den anderen Autos bauen wir da ein. Ja? Weil die Luft ist die gleiche. Dann haben wir dann in der Tat gemacht. Da sind wir einen Windkanal gefahren mit dem Auto. Und dann hatten wir so einen Stufenplan, wie wir den Windkanal, wie wir den Tag gestalten wollten. Dann stehen wir dann an der Anzeige von der Waage und waren etwas irritiert über den Anzeigewert. Und das Auto hatte vorne Auftrieb. Und wir waren so frustriert und schockiert. Wir konnten es ja gar nicht erklären, wie das geht. Und dann waren wir dann zu dem Windkanal, bin ja gefahren nochmal und so. Ist das Auftritt oder Abtrieb? Und jetzt hat man die andere Anzeige für die Hinterachse, da war ein Minuszeichen, bei uns war ein Pluszeichen. Also war die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir also in der Tat Auftrieb hatten. Ja, was macht man dann? Man geht seinen Entwicklungsplan durch, den wir hatten. Und wir haben dann irgendwie 2-3 Stunden später, nachdem wir irgendwie uns im Prozentbereich so runter iteriert hatten, Richtung von Auftrieb, Richtung leichten Abtrieb, haben wir dann einen Schnitt gemacht am Unterboden und dieses Auto hat einen wahnsinnigen Abtrieb gehabt vorne. Und das Ergebnis war dann, da sagte der Windkanalbediener, sagte, ich darf das ja nicht sagen, hier waren aber andere Autos im Windkanal, die hatten nach 3 Tagen weniger Abtrieb, als ihr hattet. Letztendlich ging das daraus, dass man im Prinzip, das ist eine heutzutage sagt man dazu Best Practice. Also man wendet halt das an, was man halt woanders gesehen hat. Und die Physik ändert sich nicht. Es gibt halt vielleicht andere Rahmenbedingungen oder andere Materialien oder anderes Reglement oder wie auch immer. Also man wendet einfach Best Practice an. Ist ein sehr probates Mittel. Mhm. Ja, kann man überall ansetzen, kommst du überall sehr weit mit. Und das wäre ein gutes Auto gewesen. Ja? Ist auch nicht eingesetzt worden. Nee. Volvo wollte es nicht, oder? Ja, ich glaube damals, Volvo wollte es nicht wirklich. Ich glaube, dann hätte man, der Fehler hat 3-4 Monate vorher, vielleicht vor der finalen Entscheidung, ein paar Fehler gemacht, die man rückblickend vielleicht heute nicht mehr so hätte anders vorgehen sollen oder können. Gut, hat man nicht, dann wurde es halt nichts. Das war ein wunderschönes Auto. Wir haben einen Testmann damit gefahren, oder zwei Tester damit gefahren. Der war recht flott unterwegs. Das hätte was werden können, ja.
Aber okay, kann ja nicht alles klappen. Ne? Nee. Also irgendwie sind dann halt einfach Dinge, die funktionieren halt dann eben nicht so im Leben. Ja? Man hat halt erfolgreiche Zeiten im Motorsport, man hat halt weniger erfolgreiche Zeiten im Motorsport. Und die weniger erfolgreichen Zeiten sind natürlich nicht weniger lehrreich. Ja? Nee, genau, die sind sehr hoch lehrreich, bringen aber nicht das gewünschte oder erhoffte Ergebnis. Ja? Aber okay, das passiert woanders auch. Ja. Das ist, macht den Motorsport auch nicht unterscheiden. Nur das Ergebnis kommt schneller. Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist natürlich alles im Zeitraffer. Ja. Als Sie gewusst haben, dass der Calibra keinen Rollout erleben würde, ja, da waren Sie schon auf einem anderen Projekt. Ne? Also da waren Sie schon beim GT1. Auf dem Porsche, oder? Ja, das kam dann, es kam ein bisschen später. Es gibt ja so Dinge, wo sie sagen, glauben Sie dran oder glauben Sie nicht dran. Und ich hatte irgendwie an, es gab für mich einen Punkt, ich war nicht direkt in den Entwicklungsteam drin von dem Calibra. Und ich hatte irgendwie da relativ früh den Glauben dran verloren. Mhm. Und dann kam natürlich die grundsätzliche Entscheidung von Opel, kein DTM oder ITC mehr zu machen, da war das Thema vorbei. Mhm. Und dann haben wir dann so, das war aber Ende 96, und dann sind wir dann für 98 dann auf die GT1 gegangen mit Porsche. Und ja, das war ja auch nur ein Jahr. Das würde ich sagen, war heutzutage einer der größten Fehler, den man damals gemacht hat, für Zaxby, das Unternehmen, dass man das gemacht hat. Weil es zu kurz angelegt war. Nee, es war einfach zu hoch riskant. Man kann ja da über den Peter Zorkowski auch schimpfen und denken, aber der Täter als Unternehmer erlaubt hat oder geduldet hat oder mitgetragen hat, in so hoch riskantes finanzielles Ding da reinzulaufen, das machen nicht viele. Dafür ist er ja auch, sag ich mal, hat er ja auch gezahlt und bluten müssen. Nur heute so zu tun, als wenn der Peter das alleine falsch gemacht hätte und alle anderen, die mit dabei waren, hätten gewusst, wie es richtig geht, ist dann auch ein bisschen schlicht. Ne? Mhm. Und es wäre für Zaxbeat gut gewesen, das nicht zu machen. Und also das war kein Werksteam, sondern das war ein gekaufter Porsche GT1? Ja, das war, ich glaube, die offizielle Bezeichnung war werksunterstützt. Mhm. Letztendlich war das ja auch in einer Konstellation, die eigentlich immer unter massivsten finanziellen Druck war, mhm, und auch in der technischen Ausstattung, die nicht zwingend auf Sieg gepolt war. Dann war das ein Erlebnis, eine Erfahrung, die hätte man aber nicht machen müssen. Also ich habe sie gemacht, ich persönlich habe da nicht drunter gelitten, finanziell schon mal gar nicht. Zaxbeat, Peter Zorkowski hat da massiv drunter gelitten, mit allen zum Teil höchst negativen Konsequenzen, die zu vielleicht sogar bis heute reichen, in gewisser Art und Weise. Ja, es war einfach ein dull Deal. Vergessen Sie es. Das war das Geber-Auto, ne? Das war das Jever-Auto, genau. Hatte nur ein Jever-Auto und ein weißes. Das war in dieser Konstellation mit dem Budget nicht beherrschbar. Okay. Ja. Sind Sie damit auch Le Mans mitgefahren eigentlich? Nee, damals zum Glück nicht, fast zum Glück, auch zum Glück nicht für qualifiziert. Okay. Also irgendwie, ich finde diese GT1-Autos oder das, was dann danach kommt, ist diese Sportprototypen. Ich finde das super geile, mega sexy Autos. Ja. Ich finde das auch immer so witzig, wenn man Autorennen guckt. Warum langweilt ein Formel-1-Rennen nach einer halben Stunde und in 24 Stunden Le Mans oder 24 Stunden Nürburgring guckst du nach 23 Stunden 59 noch mit Freude an. Hm. Ja? Hm. Muss man sich mal darüber Gedanken machen, woran das liegen könnte. Diese Autos, oder damals auch die jetzigen, die WECs, die haben ja so einen wahnsinnigen Speed und sind so hoch performante und so hoch leistungsfähige Autos. Da ist ja alles eingepackt, was du dir nur vorstellen kannst. Ich finde die Kisten schon super geil, mega sexy. Ja? kann ich nichts anderes sagen. Aber es ist natürlich auch, die zu betreuen und zu servicen in so einem Wettbewerbsumfeld, das ist natürlich, da muss der komplette Strukturen hinter haben, Werkstrukturen dahinter haben, sonst geht das ja gar nicht in der Klasse. Insofern ist meine Liebe zum GT-Sport, die ist
so vorhanden. Aber meine eigenen Erfahrungen mit dem GT-Sport in 98 ist dann nicht gerade so, die ich jetzt als besonders spannend betrachte oder. Das ist wahrscheinlich für Außenstehende dann immer anders anzusehen, als wenn man da mittendrin ist und dann das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ne? Ja, es gibt natürlich noch eine Auswirkung, fällt mir gerade ein. Das letzte Rennen war ja damals in Laguna Seca. Mhm. Dann ist meine Frau oder meine damalige Freundin mitgekommen. Und auf dem Rückweg von Laguna Seca sind wir über Las Vegas gefahren und haben also dann da geheiratet. Ja, hat es ja doch noch was Gutes gehabt. Also hat das GT-Rennen irgendwann Oktober 98 hat dann dazu geführt, andere Umstände natürlich auch, dass wir dann irgendwann kurze Zeit später dann in Las Vegas geheiratet haben. Gab es einen Elvis-Imitator? Nee, meine Frau ist ja auch Fernseh-Motorsport verbunden. Und dadurch, dass wir uns über Auto kennengelernt haben, haben wir dann im Drive-Thru im Auto geheiratet, weil wir gedacht haben, naja, jetzt haben wir es schon an der Rennstrecke kennengelernt, dann können wir auch im Auto heiraten. Da muss man sich den ganzen Rückflug überlegen, wie man es den Eltern erklärt, oder? Das wurde telefonisch gemacht. Oder wurde es nochmal nachgeholt, die Hochzeit? Ja, wir haben dann gefeiert, aber sage ich mal in einem kleineren Rahmen. Okay, alle fragen sich jetzt, wer ihre Frau ist. Meine Frau ist Sabine Köhne, heute natürlich mit Doppelnamen Sabine Köhne-Kaiser, die in den 90er Jahren für ZDF Dreisat im Rahmen vom Sportstudio oder von den Sportsendungen die DTM und STW-Rennen moderiert hat an den Rennstrecken. Bei Rainer Braun ist der Name schon mal gefallen. Ja. In einem meiner Talks mit Rainer Braun und eigentlich hätte ich ein Doppelinterview machen müssen, fällt mir jetzt gerade auf. Ja, Rainer Braun, war damals Streckensprecher. Dann ist ja seine Tochter eigentlich Zug um Zug dann auch mit in diese Dinge da mit reingewachsen. Und Sabine war dann fürs ZDF unterwegs, später dann DSF oder Sport 1, wie es dann auch immer hieß. So hat man sich halt dann kennengelernt und hat halt dann einige Zeit um Rennstrecken rum dann auch verbracht. Ja. Also wir haben uns zu den Zeitpunkten mehr an und um Rennstrecken gesehen als privat zu Hause. Weil Sabine wohnte damals noch in München, ich wohnte in Bonn. Und da war der Treffpunkt, war dann irgendwo eine Rennstrecke dieser Welt. Eigentlich ganz cool, oder? Bei den meisten ist es andersrum. Die sind ja, unter der Woche zusammen. Aber ist natürlich auch, der zeitliche private Rahmen ist natürlich dann schon relativ stark eingeschränkt. Ja, klar. Aber okay, wir sind immer noch verheiratet, also kann es nicht so ganz schlecht gewesen sein. Sie sind in die Übel genommen, dass sie die Rennerei verlassen haben. So, jetzt müssen wir auf die V8 Star-Serie kommen. Ja. Das ist nämlich ein Riesenthema. Sie waren der technische Leiter dafür eigentlich, ne? So, und haben die Autos mit konzipiert. Es war ja eigentlich so, dass das grundsätzliche Konzept damals von Pinske, von Lothar Pinske und von Thomas Ammerschläger gemacht worden. Und ich bin eigentlich zu einer Phase dazu gestoßen, Ende 2000, wo es um die technische Umsetzung ging. Aber, sagen wir, die Grundkonzeptionen schon klar waren. Wir wussten grundsätzlich, wie wir das Auto bauen wollten. Wir wussten, wir haben irgendwann vielleicht Sommer 2000 wurde entschieden, nicht auf individuelle Motoren zu gehen, sondern auf Rauschmotoren zu gehen. Und mit welchen Karosserien man in den Start geht, das war so, diese Konzeption war klar. Jetzt ging es in die Umsetzung rein und die Umsetzung war natürlich schon, das war schon in der Masse auch vielfältig. Und dann Auto hinzustellen, was diesen ganzen Kosten- und Zeitdruck und Teamdruck da auch gerecht wird. Das war nicht so ganz einfach. Ja. Alfred Heger war da immer so ein bisschen auch als Fahrer mit eingebunden, oder? Ganz am Anfang. Ja, sag mal, wir hatten ja eigentlich eine recht schöne, illustre Truppe. Der Max Welti damals als Geschäftsführer und Leiter. Alfred Heger, mit dem wir auch die ganzen Tests gefahren haben. Alle Entwicklungstests hat der Alfred ja gefahren, als neutraler Fahrer mit unserem eigenen Versuchsfahrzeug. Dann Christoph Maischak, der dann Porsche Cup-Fahrer, auch immer eine Amateur-Rennkarriere gemacht hatte. Lothar Pinske war dabei und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch dann der Thomas Ammerschläger. Und dann hatten wir also eine Truppe zusammen, die, ja,
meine Wenigkeit, die natürlich dann unterschiedliche Schwerpunkte hatte, um die verschiedenen Jobs da zu erledigen. Wie ich dazu gestoßen bin, gab es ein rudimentäres Auto und dann haben wir innerhalb von 3 Wochen ein Auto wirklich aus dem Boden gestampft und gezaubert und sind dann am 24. Oktober 2000 im Rollout gefahren und sind mit einem Auto gefahren, was zumindest fahrbereit war. Das Auto war weit davon entfernt, ein Rennauto zu sein. Letztendlich haben wir dann das Auto, was wir dann hier eingesetzt haben, verkauft haben, hat ein komplett anderes Fahrwerk, ein ziemlich deutlich anderes Packaging. Aerodynamik blieb gleich. Das Chassis, also der Gitterrohrrahmen, wurde nochmal massiv geändert. Und da ist also dann ab da bis zum Verkauf oder bis zur Übergabe der Kits an die Teams, ist also massiv Arbeit und Veränderung gemacht worden. Also das war schon herausfordernd, zumal man alles, was man macht, dann natürlich so machen muss, dass das auch wir hatten damals 5 Silhouetten, das musste irgendwie zu diesen 5 Silhouetten passen. Das war nicht so ganz trivial. Ich wollte gerade sagen, und Sie mussten ja auch die ganzen Beschwerden der Hersteller eigentlich, die auch nicht wollten, dass Ihre Silhouette benutzt werden. Das ist das eine Thema, aber sag mal, Sie müssten ja allein schon vom Thema Anordnung von irgendwelchen Aggregaten, der musste halt unter einen Opel passen, unter eine Audi-Silhouette oder Jaguar, da musste ja alles passen. Und wenn Sie irgendein Karosserieteil hatten, Sie müssen ja auch in die Ersatzteilversorgung gehen. Ja? Weil ich damals so ein bisschen komisch fand, dass viele Leute das einfach nicht verstanden haben. Also die Leute, die dann in der DTM waren, ja, die haben dann mit einer Hochnäsigkeit dieses Auto belächelt. Die haben es einfach nicht verstanden, das sage ich heute noch. Die sind dann auch als Schöpfer halt des Motorsports in der Superklasse DTM, meinten die alles, was irgendwie darunter ist, wirklich abtun zu müssen. Ich habe nie verstanden, ich habe mir die Namen gemerkt und das ist so eine Sache, man hätte einfach und friedlich nebeneinander leben können. Es gibt eine erste Liga, eine Bundesliga gibt es das auch, dann gibt es eine Bundesliga, gibt eine zweite Liga, die hat einen anderen Ansatz. Übrigens, wonach sie heute alle wieder schreien, heute werden ja die Teams wieder so gelobt und so gepflegt. Ja, weil alle Hersteller weg sind, also müssen immer wieder die Teams machen. Und das war natürlich damals inklusive der verschiedener Leute von der Presse, die sich also da herrlich drüber belustigt haben. Ja, ich bin aber relativ locker, weil wenn sie es halt nicht verstanden haben, haben sie nicht verstanden, kann ich nicht erklären. Man muss aber auch sagen, es hat nur ein einziges Auto gegeben auf der Welt und das ist wirklich so, weil es auf allen 3 Disziplinen gefahren ist, Langstrecke. 24 Stunden Langstreckenrennen gewonnen hat, 24 Stunden angeführt hat. Wir sind Rundstrecke gefahren, wir sind Oval gefahren. Es gibt kein anderes Rennauto auf der Welt, was das jemals gemacht hat. Und in einer Art und Weise nachher schon mit einem sehr, sehr pfiffigen Kit, wie man das Auto über einfache Umbaumaßnahmen den verschiedenen Situationen anpasst. Das war schon sehr pfiffig. Und das Ganze immer mal, je nachdem, was man macht, mal 4 bis 5. Weil man natürlich, je nachdem, wenn man an der Karosserie Aerodynamik gearbeitet hat, musste natürlich alles spezifisch sein. Wenn es am Fahrwerk war, war es relativ einfach, weil ja die Fahrwerke waren ja alle gleich. War schon eine witzige Angelegenheit. Und wir sind auch die Einzigen gewesen, die jemals ein Ovalrennen gefahren haben. Die DTM ist dann immer durch die erste Kurve gekommen, ja, im Lausitzring. Wir sind komplette Rennen da gefahren mit 20 Autos. Und die Schwierigkeit, dass man alles mal 20 machen muss, hat eine gewisse Vereinfachung, weil wir ja nicht die absolute Performance suchen. Wir brauchen eine relative Performance. Und dann muss das Auto jetzt nicht in einem absoluten Raster das Schnellste sein, sondern halt, man muss halt sehen, dass die Autos untereinander gleich schnell sind. Mhm. Und das hat natürlich auch eine gewisse Vereinfachung gebracht. Also bleibt man mal beim Diffuserwinkel hinten. In der DTM oder im Formel oder im GT kann ich gerne darüber diskutieren, was der richtige Diffuserwinkel ist. Der ist auch irgendwo optimal. Wir konnten halt solche Vereinfachungen machen, sagen, der Diffuserwinkel hinten ist so, und weil der dann für alle gleich oder gleich schlecht ist. Das hat das dann schon vereinfacht. Aber wie gesagt, das hat dann dazu geführt, dass wir nachher einen sehr pfiffigen Kit hatten. Wir konnten innerhalb von einer halben Stunde im Lausitzring von Oval auf Rundstrecke umbauen. Das war schon nachher ein gutes Auto. Und die Autos fahren ja anscheinend immer noch.
war schon ein mega Spaß, ne? Eigentlich ist das eine Rennserie, wonach man sich heute die Finger lecken würde, oder? Ja. Also universell einsetzbar, relativ günstig. Mhm. Relativ muss man natürlich mal anfangen. Ja, das war schon günstig. Für ja. das, was sie gebracht haben. Ja. Und natürlich die Show war einfach so geil. Mit diesem lauten Achtzylinder, der losgeballert ja. hat. Das ja. war halt das Coole, ne? Ja. Und sie haben natürlich basierend, da haben sie eben auch schon gesagt, sind dann von den Serienmotoren ab auf Einheitsmotoren umgestiegen. Mhm. Also es war so konzipiert, weil damals natürlich jeder Hersteller an diesen Mittelklasse-Autos 8-Zylinder-Motoren genau. ja. gebaut hat. Ja. Mercedes, BMW, sogar VW und Passat, ja. ja. Toyota oder Lexus. Gut, gibt es heute auch nicht mehr, aber sie sind dann auf Einheitsmotoren gegangen, weil es nicht möglich war, eigentlich die ganzen Serienmotoren auf ein Renngewicht zu trimmen oder auf eine Rennleistung. Ja, sag mal, das wäre damals der Tod der VHZA gewesen. Die wäre jetzt gar nicht an den Start gegangen. Das hat man zum Glück früh genug erkannt, weil auch die Motorkonzepte zu untertätig waren, um da wirklich seriös vier Motoren, also vier oder fünf Herstellermotoren draus zu bauen, die gleiche Leistungen haben. Auch weil ja es nicht ersichtlich war am Anfang, welche Silhouette wie oft verkauft wird. Hm. Es gab eine Motorenanalyse und dann hat man also eine Bewertung gemacht, auch was das kosten würde. Aus den vier oder fünf Grundmotoren halt vier oder fünf möglichst gleichwertige Motoren zu machen. Da sind sie schon beim ersten Thema. Die Diskussion mit den Teams fängt unmittelbar an. Und dann sagt, ja, ich könnte ja, aber mein Motor ist ja schlechter. Und so kennt man ja alles. Und das war No-Win-Game wäre das gewesen. Und dann war ich damals mit in Amerika bei Roush, habe mir da mit die Werkstätten, die Motoren angeguckt. Und dann fiel dann relativ schnell die Entscheidung, das halt, diesen Motor zu vereinheitlichen. Und das war sehr wahrscheinlich einer der Rettungsanker der VHZA zu dem Zeitpunkt. Mhm. Sonst hätte man das Projekt auch, also weder kosten- noch zeitlich und auch technisch hinkriegen können. Das wäre, die kommen ja die nächsten Konsequenzen. Danach braucht man halt vier verschiedene Ausfuhranlagen. Danach braucht man vier oder fünf verschiedene Ansaugsysteme. Kühlanlagen, ja. Kühlwasserführung. Passt dann in die Lenken an die gleiche Stelle hin. Ja. Wie gehe ich mit irgendeinem Gas? Also wir hatten ja damals noch, wenn ich das richtig weiß, einen Zug, einen Gaszug, einen echten Zug. Also war eine mechanische Steuerung der Drosselklappe. Allein wie man Gaszug legt, hätte man vier oder fünf verschiedene Gaszüge haben müssen, ja, damit man die Autos zusammenbaut. Das wäre auch heute für keinen beherrschbar, nicht in einer solchen Struktur. Und das war dann schon eine sehr wesentliche Entscheidung, zumal der Motor ein bisschen so Richtung unkaputtbar war. Und der ja eigentlich nur dann kaputt ging, wenn man sich verschaltet hat. Aber wir haben ja in der ganzen Zeit keinen echten Motorschaden gehabt. Ja? In den ganzen 3 Jahren sind die Motoren im Regelfall ohne Probleme gelaufen. Die Autos liefen nachher relativ problemlos. Wir hatten sehr viele Probleme mit Finish, ja, also Türen, Türdichtungen, Wassereindringen, Scheibenwischer, diese Dinge, da hat man also schon einige Probleme mit, aber die Mechanik von dem Auto war ja eigentlich okay. Und was auch ganz witzig war, ist, der Alfred und ich, wir haben relativ früh ein Setup entwickelt für dieses Auto, weil wir ja auch danach Teile bestellen mussten. Wir mussten ja dann entsprechende Feder und Dämpfer in der entsprechenden Stückzahl haben und auch in den entsprechenden Härtegraden und Federraten. Und erstaunlicherweise ist dieses Setup nie mehr geändert worden. Also die Autos fuhren alle 3 Jahre mit diesem ersten, um das erste Grundsetup rum. Mhm. Und wenn man dann, das haben wir dann auch ausprobiert, mal ganz extrem aus diesem Grundsetup rausgegangen ist, ja, also mal auf extrem hart oder extrem weich, kam man immer wieder zu dem Grundsetup zurück. Also insofern, Alfred Heger, gute Arbeit gemacht. Haben wir da, glaube ich, ganz gute Arbeit gemacht, ja, wenn also dieses Grundsetup dann über 3 Jahre dann so funktioniert hat. Ne? Was war das für ein Motor? Die Rahmendaten von dem Motor? Ja, war ein amerikanischer Smallblock, 5,8 Liter, also typische amerikanische Bauart, eine zentrale unten liegende Nockenwelle, Stoßstange, 2 Ventile pro Zylinder, also nichts, was mit den deutschen Hightech-Denken, 4 oben liegende Nockenwellen, alles zu tun hat, gar nichts. Hatte 5,8 Liter Hubraum und irgendwas um die 450 PS. Und den haben wir dann, das war eigentlich auch ein bisschen eine Fehlentscheidung, den haben wir dann für das zweite Jahr auf um die 500 PS hochgebracht. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht, aber das war so ein bisschen
ja, wir wollen den nächsten Schritt gehen, aber sie müssten dann diesen Schritt immer mal 24 gehen, ja, oder mal 30. Wir hatten ja gewissen Bestand an Motoren und einen Bestand an Ersatzteilen. Also alles, was sie dann tun, was sie anpacken in der DTM, wenn Mercedes hat ändert, machen die für 6 Autos und wir müssen für 24 machen. Also muss man da sehr sorgsam sein mit dem, was man macht, weil alles dieses Problem, das exponiert sich. Und ja, würde ich jetzt nachträglich sagen, hätte man gewisse Dinge ja vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Aber das Konzept ist gut, war ein gutes Konzept. Die DTM hatten 20 Jahre später recht gegeben, dass es genau das richtige Konzept war. Die haben nämlich eigentlich danach so ein Auto gebaut. Zwar sicherlich aufwendiger und mit einem deutlich verbesserten Finish, was wir gar nicht leisten konnten. Und wir sind eigentlich, unser Finish-Problem war auch so ein bisschen, ja, so das Problem in der Wertigkeit des Autos. Dass das bei den anderen, aus anderen Motorsportklassen nicht so als ein hochwertiges Rennauto vorkam. Ja? War sehr amerikanisch, oder? Ich meine, die Nesca-Autos sind ja auch sehr. Ja, aber die Deutschen denken nicht so. Ja. Die Deutschen, die sind da ja, der deutsche Motorsport ist sehr, der ist sehr schlicht strukturiert in der Analyse. Und es soll High Performance sein, Motorsport, es muss Hightech sein und so weiter. Ich kann in der DTM verstehen, wenn man sich über die Spiegelform Gedanken macht im Wettbewerbsumfeld. Absolut finde ich das ein bisschen lächerlich, dass sich erwachsene Leute damit beschäftigen, ob ein Spiegel Aufhängung, ob die so oder so gekrümmt wird, weil die Dauer faktisch eine Hundertstel oder zwei Hundertstel Sekunden finden. Es ist sicherlich richtig, dass die DTM sich ja zum Teil in diesen extremen Fenstern da bewegt hat. Das ist aber nicht mehr vermittelbar. Es kostet ein Heidengeld. Und für den Fan nicht zu verstehen. Es ist technisch eine Aufreihlerei. Ja. Aber der Fan versteht das nicht mehr. Und dann ist immer wieder auch für den Fan dann ein bisschen schwierig. Das hat er dir oft genug gegeben. Die fahren sich einen Spiegel oder eine halbe Stoßstange ab und fahren danach sogar noch schneller. Ja, ist ja wie oft passiert in der alten DTM, also zu meiner Zeit, auch später. Dann ist natürlich, sage ich mal, das Aerodynamikkonzept zumindest mal überdenkenswert. Ne? Ja, ja, kann man so sehen. Es gab eine tolle Sache, das haben Sie eben kurz angedeutet, dieses Qualifying, wie hieß das? Gold Qualifying? Es hieß Top Qualifying. Jetzt müssen Sie mal erzählen, wie das war. Das habe ich null präsent gehabt. Ja, auch hier muss man wieder den Lothar Pinske nennen. Es war damals in der Zeit, ich glaube, der Rettungsanker der V8-Star. Weil jedes Problem, organisatorische oder vermarktungstechnische oder Problem mit den Teams, hat der Lothar irgendwie ein Konzept dafür gefunden. Ja? Ein gangbares Konzept, keine fantasievollen Konzepte. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, dass er ein bisschen so der Schöpfer und Erfinder dieses Konzepts oder des Rennformats an sich war. Und das Top-Qualifying war ein, ich glaube, für die ersten 8 oder die ersten 12 des Zeittrainings war ein Rennen über 2 Runden. Also die Startplatz 9 bis 12 stellten sich halt zu einem stehenden Start auf. Der wurde ganz normal mit der Ampel gestartet. Es wurde ein Rennen gefahren über eine Runde. Man fuhr sofort in die Boxengasse rein. Dann wurden die vom Team die Reifen gewechselt und dann fuhr man halt wieder Boxengasse und beendete dann die zweite Runde über die Startziellinie. Und darüber wurden dann die Startplätze nochmal final festgelegt. Und das war eine riesige Show, war eins dieser Action-Momente so in der Formel 1 oder ja auch in der DTM. Boxenstopp ist halt ganz super, sexy geiles. Hatten wir halt innerhalb von einer halben Stunde dreimal hintereinander. Es war ein riesiges Spektakel, es war laut, die Leute standen auf den Sitzen. Es wurde gezischt, gehämmert, gebohrt, geschraubt, ich weiß nicht was alles. Es war ein riesiges Spektakel. Und es gab dann mal sogar ein Denkmodell, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste man mal in der Arena auf Schalke nach einem Fußballspiel das Feld rausrollen. Ja, man kann ja diesen Rasen rausrollen. Rausrollen. Ja. Geht natürlich alles technisch nicht. Und dann müsste man mal vor 60.000 einen ganzen Tag nur Top-Qualifying fahren. Die Leute wären, glaube ich, sowas von geflecht. Und das war ein super Format.
Es hat allen riesigen Spaß gemacht. Es war ja auch, dass die Teams da damit zur Geltung kamen. Ja, also das Team, das Reifenwechseln, dass das ja mit entscheidend ist für die Startaufstellung. Ja, ja, Teil des Qualifyings. Ja. Dass das mit entscheidend ist für die Gesamtperformance am Wochenende, war natürlich schon super klasse. Die Leute haben das geliebt. Ja, und da haben wir richtig den Motorsport zum Teamsport gemacht. Ja, und das eben auch gezeigt. Ne? Ja, absolut. Ja. Eine tolle Serie. Eigentlich schade, dass das so nicht mehr läuft. Ne? Wer weiß, was ich dann sonst heute machen würde. Wenn es dann, ich habe ja dann nach 2003, wie VOR-Star dann auf- oder eingestellt wurde, dann habe ich mich ja dann anders beruflich orientiert. Es war dann genug Motorsport. Und auch wenn ich es viel später recht behalten habe, der Motorsport hat sich ja nicht wirklich entwickelt. Mhm. Ja, die großen Hersteller sind die großen Hersteller und dann läuft man denen hinterher, häschelt denen mehr oder weniger hinterher, weil man natürlich da in dem Pool der Teams mit sein will. Und wenn die Hersteller oder auf einmal keine Lust mehr haben, warum auch immer, dann bist du genauso weg. Ja, ein Schnitzer ist jetzt nach wie vielen Jahren BMW, ist weg. 60? Keine Ahnung, ja. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Und weil die Hersteller, das ist ein Irrglaube, dass die Hersteller die Interessen des Sports vertreten. Die Hersteller haben ein Interesse, ein Produkt oder eine Markenstrategie zu fahren. Und wenn dann der Motorsport dazu passt, dann machen sie es. Und wenn er nicht dazu passt, machen sie was anderes. Die machen nicht umsonst Biathlon oder irgendwas anderes, ja, wo irgendwelche Autos im Hintergrund stehen, die eigentlich mit dem Biathlon ja nichts zu tun haben. Es geht um eine Markenstrategie oder vielleicht eine Produktstrategie. Und wenn der Motorsport dazu passt, dann machen sie ihn. Wenn er nicht dazu passt, machen sie genauso nicht. Und da gibt es auch keine Dinge, die man dann noch dagegen machen kann. Das sind dann Konzernentscheidungen, zum Teil übergeordnete Konzernentscheidungen. Formel E war jetzt mal 3 Jahre super spannend. BMW geht, glaube ich, raus oder ist schon draußen. Audi geht raus, weil man halt einfach sieht, dass das scheinbar das technologische Ziel, was man erarbeiten wollte für eigene Entwicklungen, ja, ist erreicht. Es ist nichts mehr zu kommunizieren. Also watch it. Warum 50 Millionen Euro im Jahr ausgeben, damit da so 2 Kisten rumfahren, die ein bisschen Strom verbrauchen. Ja. Der Transfer zu den E-Autos fehlt irgendwie, ne? Scheinbar. Also ich höre nicht, dass man E-Autos mit der Kompetenz aus der Formel E verkauft. Ja, und das E-Auto hat natürlich auch, man schafft es im Moment, glaube ich, nicht, irgendeine emotionale Bindung zu dem E-Auto herzustellen, beziehungsweise auch die Performance von dem E-Auto darzustellen. Ja. Mit dieser Art von E-Autos. Was ich wiederum super sexy finde, sind diese IDR von VW. Wenn man den mal sieht, da glaube ich, da ist das wieder so ein Thema, dann hat man eine gewisse Markenbotschaft, die man auf so einem Auto viel, viel besser machen kann. Ja. Es ist ein Auto mit einem Dach, was dem Straßenauto, ja, jedes Straßenauto hat ein Dach. Darum finde ich diese Autos super faszinierend. Ja? Und das ist beim Formel E, kommt das bei mir nicht an, aber ich muss nicht mehr überzeugt werden. Nee, aber ehrlich gesagt, mir geht es genauso. Also die Formel E, gut, den IDR, da sagen sie genau was. Ich war kürzlich bei VW Motorsport, jetzt haben die ja zugemacht leider. Mhm. Und da habe ich das auch nicht verstanden. Da standen die Autos und da standen dahinter die Fotos von den ganzen Rekordfahrten, Pikes Peak, Nordschleife. Mhm. Damit konnte ich was anfangen. Ja. Da habe ich gesagt, oh, guck an, die sind schneller als alles andere, können die Energie zur Verfügung stellen. Und die haben ja auch da bestätigt, dass sie extrem viel für die Serie da rausgeholt haben, was das Energiemanagement anbelangt. Ja. Brauchen wir jetzt nicht jeden Tag, aber trotz allem haben sie gesagt, Akkutemperatur und alles mögliche und auch Aufladbarkeit. Und trotzdem hat der Thies irgendwie, der so auf Elektromobilität setzt, den Stecker gezogen und gesagt, machen wir nicht mehr. Und das Ding wandert ins Museum. Versteht man? Ja, deswegen sage ich, es gibt keine stabilen Strukturen. Nee. Man muss sich einmal vorstellen, man würde jetzt DTM und Fußball-Bundesliga auf Bundesliga übertragen. Das hieße doch, dass Adidas setzt 8 Teams ein. Bayern München, Dortmund, ich weiß nicht wer noch alles. Ja? Puma setzt 4 Teams ein, Nike setzt 3 Teams ein und ich weiß nicht, was alles, wie das geht. Also gibt es Hersteller in einem übergeordneten Interesse,
die nicht das Interesse des Sports haben, sondern das Interesse der Markenkommunikation haben, die Sport betreiben. Mhm. Und wenn ich das nochmal übertrage auf Motorsport, dann sagt dann nachher nicht der Dr. Ulrich von Audi, Timo dreht ihn jetzt rum oder Alfred, du lässt jetzt den wen auch immer vor, sondern dann würde der sagen, also liebe Bayern München, heute spielt er gegen Dortmund und Dortmund gewinnt. So, es ist, das ist ein ganz extremer Vergleich, eine komplette Abstrahierung, die ein bisschen zynisch ist, vielleicht auch ein bisschen unsachlich ist. Das würde aber keinen Mensch interessieren. Ja, diese Art von Fußball. Ja. Und das ist im Motorsport gang und gäbe, aber natürlich auch, weil natürlich das Sportgerät von einem solchen Hersteller kommt, das wesentliche Sportgerät. Ja. Ein Ball und Fußballschuhe kriegen im Zweifelsfall von wem anders. Das ist natürlich klar. Man, diese technische Basis kommt von einem Hersteller und diese technische Basis kann kein Privater schaffen. Sind wir wieder beim V8 Star. Die technische Basis hat da auch kein Privater schaffen können. Ja, klar. Gibt ja scheinbar Bestrebungen in Deutschland, Europa, eine Plattform zu bauen für Tourenwagen-E-Rennen. Da bin ich mal gespannt, wie das Thema ausfällt. Das wird das Gleiche sein. Da wird es Hersteller geben, die finden das klasse, weil sie auf einmal Motorsport treiben können mit einer für relativ geringe Eintrittskosten und auch Teams. Wenn aber dann dieses Konzept, dieses Technologiekonzept den Herstellerinteressen wieder widerspricht, weil er irgendeine andere Art von, ich weiß nicht was hat, ja, dann wird er dieses System genauso, dieses Fahrzeug, dieses Konzept genauso boykottieren, wie er andere Systeme boykottiert. Deswegen müsste es eigentlich von nationalen oder von internationalen Sportorganisationen, müsste es Fahrzeugkits geben, die man kaufen kann für kleines Geld, wo kein Hersteller dann hätte. Ja, eine FIA muss eigentlich sagen, wie die Motorsport machen will, ihr könnt ein Auto da kaufen, der Motor steht FIA drauf, ja, der kann von Renault gebaut werden, von Mercedes, von wem auch immer, von Volkswagen, und der ist auf der ganzen Welt. Und in Australien fahren wir nur mit dem Renault-Motor oder mit dem Vauxhall-Motor, und in Amerika fahren wir mit dem Motor, damit man da ein bisschen, ich weiß nicht, was man machen kann. Das ist im Motorsport organisatorisch, technisch kaum möglich. Und deswegen hängt man immer an den Herstellern. Und deswegen haben auch die Hersteller bringen es hoch und machen es kaputt. Vor 24 Stunden ist genau das gleiche Thema. Wird hochgebracht von den Herstellern und wir müssen, dass die Hersteller kommen und so weiter. Privatteams werden an die Seite gedrängt. Und nächstes Jahr steht wieder irgendeiner vom ADAC da vorne und sagt, wie toll doch und wie wichtig die privaten Teams sind. Die Geschichte wiederholt sich. Wie kann man das denn lösen? Also überregionales Auto wird es nicht geben von der FIA, das werden die nicht hinbekommen. Ja. Eigentlich ist entweder die Zukunft sowas wie die V8 Starserie, dass sich ein paar Leute zusammentun, einen Sponsor haben, der auch tatsächlich konsequent dranbleibt. Ist auch immer schwerer zu finden. Also eigentlich besiegeln wir gerade das Ende des Motorsports, wie wir ihn kennen. Ja, es ist schwierig, daran noch zu glauben, weil ich glaube eben auch die Hersteller, die sich alle nach und nach von der Verbrennertechnik verabschieden oder zumindest das Große in die Presse geben, warum sollen die noch Motorsport mit ihrer Kernkompetenz Motor betreiben? Also Verbrennungsmotoren im Motorsport werden wahrscheinlich von den Herstellern immer uninteressanter und immer weniger gefeatured werden. Ja, ich die Frage ist halt immer, was der Motorsport kommunizieren soll. Darüber kommt natürlich auch in der nächsten Konsequenz die Antwort nach dem Konzept. Ein Tourenwagen wird heutzutage nichts mehr technisch kommunizieren. Ja, weil das Straßenauto im Regelfall höhere Leistungsdaten hat als heutzutage ein kastrierter Tourenwagen. Ja. Und darüber gewinnen sie nichts mehr. Das ist der Unterschied ja zu DTM Anfang oder 80er, 90er Jahre, sagen wir bis Mitte der 90er Jahre, wo im Prinzip das Top-of-the-Line-Auto war das Motorsportauto. Ja. Der Kaliber, der im Laden stand, hatte irgendwie wie viel PS, und der 500 PS Kaliber war der Motorsport. Ja, genau. Heute, es gab eine C-Klasse oder wie auch immer in der DTM, die hatte 500 PS oder wie auch immer. Ich fahre zum Mercedes-Händler und kaufe mir da so eine aufgebohrte 6,3 Liter Kiste mit 550 PS. Ja. Ja? Also was will ich denn da noch im Motorsport technisch kommunizieren? Man schaut nicht mehr auf zum Motorsport. Nee, genau. Und wenn ich dann sage, das Auto fährt 250, ja, dann jedes Auto fährt heutzutage. Jeder TDI-Fahrer. Fährt 250. Und da kommt jetzt das Problem, dass dieses trotzdem hochleistungsfähige von diesen Autos und auch was die Fahrer machen und auch was die Teams machen,
das ist gar nicht mehr transportierbar. Dir fehlt als Zuschauer die Möglichkeit, die Leistung einzuschätzen. Und das ist, warum ist Skispringen so interessant? Weil 99,9% der Zuschauer noch nicht mal auf die Schanze hochgehen würden, ja, geschweige denn darunter springen würden. Ja. Also ist relativ einfach sichtbar, dass das, was der da macht, outstanding ist. Ja. Der hat erstens schon mal Mut und da zweitens runterzukommen, ohne sich was zu brechen, ist schon mal die nächste Hürde. Und er könnte sich was brechen. Ja, und er könnte sich was brechen. Und wenn er das dann noch gewinnt, ist klar, dass das eine herausragende Leistung ist. Ja. Und das schafft der Motorsport im Tourenrang-Bereich nicht mehr, das zu transportieren. Nicht falsch verstehen, das sind herausragende Leistungen. Mhm. Sowohl von den Autos, als auch von den Teams, die die einsetzen. Wenn du da im 100-Sekunden-Bereich bist im Qualifying, musst du nicht 99,9% bringen, du musst 100% bringen. Und auch die Fahrer bringen ganz herausragend. Aber das Transportieren, dass das eine herausragende Leistung ist, das schafft der Motorsport meiner Meinung nach ganz schlecht. Und da habe ich auch keine Idee zu, wie man das lösen kann. Sie sehen also an meinen Antwort, dass ich mich damit beschäftige irgendwie, ohne mich damit aktiv zu beschäftigen. Aber das führt ja letztendlich auch dazu, dass ich gesagt habe, also der Motorsport wird relativ unspannend, wie er gerade ist. Und diese Abhängigkeiten von irgendwelchen Leuten, die da zum Teil in Großherrenmanier da Entscheidungen treffen, also das brauche ich nicht. Für mich ist erwachsen genug, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Also insofern ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema, was der Motorsport da zu lösen hat. Die Umweltdiskussion kommt natürlich noch dazu. Ist natürlich auch gerade die Zeit nicht gerade so wirklich passend. Für mich sind vollkommen sinnlose Konzepte, dieses Extreme Racing da mit diesen Autos, wo man dann irgendwie an besonders belasteten Plätzen hinfährt und dann irgendwelche Rallyes fährt oder Speed Rallyes. Das geht ein Jahr gut, dann nehmen die das Schiff, wo die Autos draufstehen und schieben dann in irgendeinen Hafen. Da weiß ich auch nicht, was die Botschaft sein soll. Wir fahren dahin, wo die Umwelt belastet ist, um das zu zeigen. Den nimmt da keiner für ernst. Ja, wie kommen die denn dahin? Ja, dann mit dem Segelboot. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wer auch. Es gibt ja scheinbar Leute irgendwo, aus welchem Raum immer, die da Geld für finden. Aber die Botschaft ist für mich nicht verständlich. Da tut der Motorsport sich meiner Meinung nach gar keine Gefallen, solche Konzepte da großartig zu fördern. Das ist ein bisschen Spielerei für große Jungs, ja, und da ist keine Ernsthaftigkeit dahinter. Mhm. Und da sehe ich einfach auch so ein Thema. Ich glaube, es kann Motorsport geben, es muss Motorsport geben, aber man muss irgendwas finden, dass es Konsens findet, dass Motorsport was Positives ist. Oder eine Art der Freizeitbeschäftigung, der Unterhaltung, des Entertainments. Beim Fußball fragt auch kein Mensch, warum Bayern München eine Rasenheizung hat. Ja? Ich weiß nicht, wie viel Energie daraus geblasen wird. Und wenn die abends im Winter keine Ahnung, wie viel Uhr im Stadion spielen, und da sind alle Türen zu den Logen offen und das Stadion ist komplett unter Flutlicht gesetzt und da ist die Rasenheizung an. Ich glaube, da kannst du viel Motorsport für machen, für den Energieeinsatz. Ja? Ja. Aber es gibt was, dass das gesellschaftlich akzeptiert wird, ja, und dass die Leute sagen, oh, ich finde das klasse. Und dann der Energiegedanke komplett weg ist. Ich habe Spaß, Energie, what else? An, ja, dem Tag sind wir für 2 Stunden, investieren wir die Energie, ein Treibhausklima, egal. Ja. Und das schafft der Motorsport meiner Meinung nach nicht, das zu transportieren. Und auch dann ist auch, wie gesagt, dann wird es mit diesem Extreme Racing, ich glaube, die Serie heißt so, fängt es für mich an, sogar absurd zu werden, kontraproduktiv. Hm. Das ist ja fast ein bisschen ironisch dann. Ne? So, ja, ist ein bisschen. Wir tun was für die Umwelt. Vielleicht, ja, muss auch gar nicht der Motorsport da der Vorreiter sein. Ich meine, die sollen mit E-Fuels fahren, eigentlich CO2-neutral. Ja. Aber ja, ihr werdet bei uns auch Sachen finden. Genau wie bei der Formel E mit den Dieselaggregaten, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, oder Professor Indra oder so. Mag sich auch inzwischen geändert haben, aber natürlich, solange es so ist, finde ich, muss man drüber lachen. Ja. Weil das ist einfach albern und absurd. Und das hervorzukehren, ist, wie Sie sagen, tut dem Sport nicht gut. Ja. Und es gibt da genügend andere Technologien. E-Fuels fände ich ein ganz spannendes Thema, weil es ja auch ein gesellschaftliches Diskussion ist. E-Mobility im Sinne, dass ich sage, man hat eine Batterie, die im Idealfall über erneuerbare Energien geladen wird, ist ja ein Thema. Aber das löst ja nicht alle
Antriebsprobleme von irgendwelchen Aggregaten, die wir grundsätzlich haben. Wir werden Aggregate brauchen, die aus unterschiedlichen Energiequellen betrieben werden. Da ist E-Fuels ein Thema, Power-to-Gas sind diese Themen. Da steckt ja immer mal eine erneuerbare Energiequelle drin, plus eine Wandlung in einen anderen, Energieträger mit der wiederum Wandlung dann auf eine andere Energie. Und das wäre für mich mal so ein spannender Ansatz zu sagen, okay, ja, wir bauen ein Auto und ja, wir investieren jetzt auch Geld in E-Fuels zum Beispiel. Wie können wir eine komplett geschlossene Kette machen, dass wir diese Autos, die wir da betreiben, die sind CO2-neutral. Und weil es auch diese Technik, da können sich ja Grüne am Kopf stellen mit ihren batteriegetriebenen Autos. Die Konzepte sind ja relativ dämlich. Ja? Man schleppt 500, 800 Kilogramm Batterien durch die Gegend, damit halt die Eltern 30 Kilo Kind zur Schule bringen. Ja? Das ist nicht sonderlich intelligent. Das ist im Moment nur der Not geschuldet, dass man so unter politischem Druck ist, dass man was anderes als Verbrenner machen muss. Das ist schon ein bisschen perfide. Und da sehe ich was super Spannendes, wenn man sagt, wie kann ich so eine Motorsportkette aufbauen auf komplett erneuerbaren Strang, mutmaßlich kumuliert CO2-neutral. Weil man dann auch in die Förderung von anderen Technologien reinkommt, ja, Power to Gas oder E-Fuels, wasserstoffgetriebene Antriebe, das wäre man nicht, der aufrecht ist ja an diesem, soll man auch mal wieder Respekt vor allen aufrecht haben, schwieriger Mensch, aber wenn er nicht so wäre, wie er wäre, würde der mit seinen 80 Jahren nicht so ein Konzept machen. Und hätte auch nicht so eine Firma gebaut, wie AMG ist. Das kann ein super Konzept werden. Auch gesellschaftlich akzeptiert, dass man sagt, der Rennsport, ja, der verbraucht Energie, aber der Rennsport schafft es in sich, diese Energie neutral zu gewinnen. Da muss ich sagen, das wäre was. Das fände ich super spannend. Wenn er mich anrufen würde, weil er natürlich nicht tut, ob ich da mitarbeiten würde, würde ich am nächsten Tag würde ich da mitmachen, weil das hat, da ist so viel Smartes drin, so viele smarte Ideen sind da drin, so viel smartes Denken. Diese batteriegestützten Dinger sind halt fast schon wieder trivial dagegen. Dagegen sind nicht trivial. Naja, aber wir werden es nicht lösen können. Nee. Aber wir schauen uns mal genau dieses Aufrecht-Konzept an. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Herr Kaiser, Mensch, das war eigentlich ein tolles Schlusswort, aber wir müssen noch zu meiner letzten Frage kommen. Oh. Ja, die letzten 50 Liter Sprit, eigentlich ist es genau das Thema. Angenommen, das Rogel geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Sie haben gar keine Rennambitionen selber gehabt, ne? Nee. Als Fahrer, na gut. Man muss dann auch sehen, wo seine Grenzen sind. Ich glaube, ich wäre kein guter Rennfahrer. Es wird eine Genussfahrt. Es wäre eine Genussfahrt. In welchem Wagen? In einem McLaren. Also 50 Kilometer, 50 Liter Sprit, ich käme natürlich nicht so weit, aber die letzten 50 Kilometer, die würde ich mir dann wirklich gönnen. Ja, 50 Liter. 50 Liter, das wäre ein McLaren und die würde ich dann damit verbraten oder verheizen. Auf welcher Strecke? Müsste ich noch überlegen. Die Frage kommt jetzt ein bisschen unvorbereitet, aber... Es gibt da so ein paar Sachen, aber die Eifel bietet, glaube ich, hinreichend Möglichkeiten, diese 50 Liter sinnvoll umzusetzen. Okay. Welcher McLaren genau? Wer ist? Stand heute, ich bin ja in der glücklichen Situation, so ein Auto zu besitzen. Ich würde mir kein extra neues Auto kaufen, sondern ich würde dann den ich habe, dafür nehmen. Und das ist ein MP4 12C. Ein wunderschönes Auto, übrigens auch nach meiner Einschätzung ein relativ auch ein intelligentes Auto, ein Leichtbauauto. Eine der Themen Energiereduzierung ist Leichtbau, ein super leichtes Auto mit 1350 Kilo und ultra schön, immer noch nach 10 Jahren Bauzeit. Und den würde ich dann dafür einsetzen und einen Liter oder zwei überlassen, damit man so alle Jahre nochmal starten kann. Herr Kaiser, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, danke.
Das war Peter Kaiser und ich finde, von solchen Leuten gibt es inzwischen leider viel zu wenige im aktuellen Motorsport. Aber vielleicht meldet sich ja Hans-Werner Aufrecht bei ihm und immerhin findet man die Firma, bei der Peter Kaiser jetzt tätig ist, ab und zu mal auf einigen Rennautos. Und ein Kraftwalzenauto könnt ihr bei mir auf YouTube bewundern, einen historischen Porsche RSR, sehr zügig über die Nordschleife pilotiert und das von keinem geringeren als Christian Menzel. In den Shownotes, da findet ihr den Link zu dem Video. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.